Wir mussten ja gerade im Studio so lachen, weil es kam die Frage auf, ob alle, die uns was spenden, uns auch gerne sehen. Aber wir wollten natürlich genau umgekehrt fragen, also ob alle, die uns gerne sehen, uns auch was spenden. So ist die Frage nämlich richtig. Und das ist eine Frage, die ich jetzt an euch stelle. Wir brauchen nämlich eure Unterstützung. Wir sagen all denen Danke, die uns schon was geben. Und wir wären wirklich sehr froh, wenn der ein oder andere sagen würde, Mensch, ich schaue das regelmäßig, da kann ich doch mal den ein oder anderen Euro locker machen. Wir können euch versprechen, das Geld ist gut investiert in neue Projekte, in Fair Talk, in die Zukunft. Also vielen Dank von uns hier, vom ganzen Team. Bis bald. Bitcoin-Wochen bei Fairtalk, könnte man fast sagen. Mein heutiger Gast, der wird euch vielleicht schon bekannt vorkommen, aus der Sendung auf Augenhöhe digitales Geld, Anfang oder Ende eines freien Geldsystems. Darüber haben wir lebendig diskutiert und wir haben aber gesagt, Dennis Reimann, Dennis, wir brauchen dich nochmal hier im Studio, weil wir wollen nochmal tiefer rein in dieses Thema, das ein Thema ist, das ja immer mehr auch im Mainstream landet, aber viele Menschen immer noch auch irgendwo Berührungsängste haben. Das Thema Bitcoin, das Thema Kryptowährungen. Wir werden heute so über alles aus diesem Segment sprechen, was du als Softwareentwickler in den vergangenen Jahren dazu an Wissen, auch an Erfahrungswissen angehäuft hast. Erstmal herzlich willkommen. Ja, moin moin. Vielen Dank für die Einladung. Nicht nur das, auch für die Arbeit, die ihr insgesamt macht. Also ich bin selbst großer Fan des Formats, umso mehr freut es mich, dass ich hier zu Gast sein darf. Cool. Ja. Ich freue mich sehr. Spock, auch an dich ein herzliches Willkommen. Hallihallo, ihr Lieben. Mal auch wieder. Auch Spock ist voller Fragen bei diesem Thema. Ja, ich kann schon den Stift gar nicht mehr absetzen. Das wird spannend. Aber Dennis, wir fangen erstmal an. Wie bist du überhaupt zu Bitcoin gekommen? Also deine erste Berührung mit Bitcoin, wann war das und wodurch war das? An die erste kann ich mich gar nicht mehr so wirklich dran erinnern. Also konkret da, wo es bei mir Klick gemacht hat, das war 2017, so in dem Run, den es da gab. Davor war ich sicherlich auch schon zwei oder dreimal mit Bitcoin in Kontakt, habe aber quasi, also vielleicht war ich auch zu arrogant oder zu naiv, um es wirklich so zu verstehen oder mich damit näher zu beschäftigen. Also ich bin Softwareentwickler und dachte, ich kenne halt die Branche. Dieses Thema Geld war für mich, würde ich sagen, noch eher nicht so interessant, also schon auch weiter weg. Ich habe Bitcoin damals aber immer nur als ein eher technisches Phänomen wahrgenommen und hatte lange Zeit den Eindruck, das kann einfach nicht klappen. Also habe das dann, wie gesagt, zwei bis dreimal vorher schon gehört, aber immer zur Seite gelegt, nach recht schneller Zeit, auch ohne mich da tiefergehend mit auseinanderzusetzen. Und 2017 war es dann mein Bruder, der durch den Preis getrieben mich daran geführt hat. Wieder sagte, ey, hier, guck dir das mal an. Gibt ja auch noch viele andere Sachen. Und ja, so bin ich da dann, muss ich gestehen, natürlich auch erstmal über den Preis und das, also so war mein initiales Interesse. So bin ich da rangekommen und habe dann aber, kann ich auch witzigerweise erzählen, ich glaube, ich habe drei Tage vor dem Top meine ersten Satoshis gekauft. Satoshis sind ja die kleineren Einheiten, genau, von Bitcoin. Genau, die Mini-Einheiten. Genau, sage ich gerne auch dazu. Man muss ja nicht einen ganzen Bitcoin kaufen. Viele Leute denken ja, Bitcoin ist zu teuer, jetzt bei ungefähr 30.000 US-Dollar. Man kann aber eben auch die kleineren Einheiten kaufen, habe ich gemacht. Und drei Tage später ging es dann bergab. Und so geht es ja vielen Leuten, ne? Nur ich beispielsweise im Gegensatz zu meinem Bruder habe dann nicht so schnell aufgegeben und die quasi behalten, auch durchaus als Ansporn, sich da mal näher mit zu beschäftigen und sich halt mit diesem, ja, mit dieser Preisvolatilität auch auseinanderzusetzen, wo kommt das her und so. Und so bin ich dann dieses Mal, dann Anfang 2018, relativ schnell in den sogenannten Kaninchenbau gefallen
Und diese Auseinandersetzung mit Bitcoin läuft seit jeher. Ich würde sagen, das ist ein Thema, was aus sehr, sehr vielen Aspekten intellektuell herausfordernd sein kann. Also es ist nicht nur der Preis, sondern Ökonomie, Spieltheorie, alles Mögliche. Softwareentwicklung natürlich auch spielt da mit rein. Und so würde ich sagen, hat sich, wie gesagt, diese Verästelungen im Kaninchenbau, die haben sich seitdem immer weiter ausgeweitet. Der Horizont wächst mit dem, was man sieht. Und selbst jetzt nach 5 Jahren Vollzeit-Auseinandersetzung mit Bitcoin würde ich sagen, ich habe immer noch nicht alles gesehen und verstanden. Und das ist eigentlich auch, was dieses Thema für mich so herausfordernd und auch attraktiv macht, weil ich bin jemand, der sehr gerne, wenn er ein Thema gefunden hat, in das er sich reinarbeiten kann, der da auch zu 120% reingeht und sich da reinfräst. Und ich habe, wie gesagt, hier etwas gefunden, was intellektuell sehr herausfordernd ist und was sehr attraktiv ist als Lernobjekt. Du bist aber schon, wenn ich das richtig verstanden habe, eingestartet aus dieser Euphorie heraus. Damit kann man schnell reich werden? Schnell reich werden jetzt nicht unbedingt. Also wenn sich irgendwie was zu schön, um wahr zu sein, anhört, dann ist das meistens ja auch, das weiß man ab einem gewissen Alter ja auch. Darum ging es noch nicht mal, sondern ich hatte ja eben schon gesagt, für mich spielt dieses Thema Geld nie so die mega wichtige Rolle. Ne? Nichtsdestotrotz, ich bin jetzt auch knapp 15 Jahre selbstständig. Das heißt, man muss sich ja auch selber um Vermögensbildung oder Altersvorsorge kümmern. Und insofern war das für mich zumindest eine Option, sich mal halt diesem Thema zu nähern und da etwas zu haben, wo, ich will nicht sagen, dieser Gambling-Aspekt, da halt schnelle Wertsteigerung zu erfahren, das war's noch nicht mal. Aber halt schon etwas zu haben, wo man vielleicht auch länger am Ball bleibt. Und wenn man sich die Zyklen anguckt, dann sieht man ja schon immer, es schwankt halt sehr doll. Nichtsdestotrotz verharrt es nach so einem Zyklus auf einem immer höher werdenden Plateau. Deshalb sagt man ja auch oft, wenn sich Leute für den Preis von Bitcoin interessieren, sollen sie sich eigentlich nicht die Tops angucken, sondern die Lows. Und diese Wertsteigerung über Zeit zusammen dann auch mit diesem Thema, also wenn man anfängt, sich mit Geld auseinanderzusetzen, dann unweigerlich kommt man dann auch an so Themen wie Inflation etc. vorbei. Das Lernen darüber und zu sehen, dass wenn du mit deinem Geld halt nichts machst, dann wird das mit Vermögensbildung oder eben auch Altersvorsorge nichts. Und so würde ich sagen, war das vielleicht der initiale Kicker war dann durchaus so ein Spielelement oder vielleicht auch etwas, was man als Gier bezeichnen könnte. Ich glaube, das bringt viele da rein. Ich wollte gerade sagen, das ist einer der Hauptargumente bei den meisten. Und ich muss es gestehen, als ich das 2017 entdeckt habe, war ich auch in so einem, dass ich dachte, okay, alles klar, da muss ich jetzt einfach $1,000 reinpacken, um zu gucken, was passiert. Und habe genau die ähnliche Erfahrung gemacht. Es ging nur bergab und habe dann aber eben verkauft, weil ich nervös geworden bin und gedacht habe, du Idiot, mit den $1,000 hättest du lieber in Urlaub fliegen sollen. Mhm. Also das heißt, diese Erfahrung, die ist dann ja auch relativ schmerzhaft. Weil so schnell Geld zu verbrennen, das hat ja ein Tempo, das kennt man ja sonst nur aus dem Casino. Wobei ich da, also man sagt ja immer, der Mensch lernt entweder durch Schmerz oder durch Neugier. Und bei mir waren das quasi diese beiden Elemente in eins verbunden. Also zum einen natürlich der Schmerz, weil niemand guckt da gerne drauf, wenn irgendwie der Preis, zu dem man gekauft hat, oder das Gut, zu dem Preis, den man gekauft hat, dann halt nur noch die Hälfte wert ist einen Monat später. Aber trotzdem war da eben auch diese Neugier. Also zum einen war Blockchain als technisches Thema für mich Neuland, wo ich dann zum ersten Mal halt näher reingeguckt habe. Man kommt, wie gesagt, relativ schnell auch auf die ökonomischen Themen dazu. Und das war so dieses Neugier-Element. Und so hat mich das beides irgendwie da drin gehalten und das losgetreten, was jetzt seit 5 Jahren irgendwie läuft. Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt weiter zurück. Wieso bist du überhaupt Softwareentwickler geworden? Was hat dich daran fasziniert? Das klingt ja erstmal nach einem relativ trockenen Beruf. Ja, findest du?
Finde ich schon. Ja, für also, mich war das lag aber auch dran. Okay, ich muss sagen, ich hatte in meiner Schulzeit, nun bin ich ein gutes Jahrzehnt älter als du, während meiner Schulzeit einen Informatiklehrer und es war einfach so furzlangweilig und es hat mich so abgeturnt. Das war so wie Mathematikunterricht, wo ich nur dachte irgendwie, oh, wann ist das endlich vorbei? Mhm. Das ist dann so hängen geblieben als Klischee. Also Software zu entwickeln stelle ich mir jetzt eher relativ dröge vor. Ja, okay, ich nehme mal die Gegenseite ein und sagt, das ist ein wahnsinnig spannender und kreativer Beruf. Vielleicht auch in dem Sinne, weil, also ich bin jetzt nicht der klassische Informatiker, der ganz unten auf dem Metall Sachen macht, sondern ich bin schon, würde ich sagen, ein Stück weiter rauf im Stack, sagt man, und beschäftige mich auch viel mit User Interfaces und frag mich erstmal, lösen wir überhaupt die richtigen Probleme, anstatt die Probleme richtig zu lösen. Und insofern ist man da halt auch viel mit Menschen in Kontakt, Nutzern. Und ich würde sagen, das ist eine sehr, sehr kreative Arbeit. Und wenn ich jetzt mal so auf die letzten 5 Jahre, bei denen ich mich eben im Bereich Bitcoin mit diesen ganzen Themen auseinandergesetzt habe, dann würde ich sagen, ist da auch das Potenzial da, einfach an einer sehr großen, sehr wichtigen und sehr bewegenden Geschichte mitzuarbeiten. Und das muss ich sagen, finde ich sehr, sehr erfüllend. So dein Umfeld oder beziehungsweise auch deine Freunde, Freundinnen, was auch immer, so aus deiner Schulzeit. War das für dich immer klar, Software? Also hast du schon irgendwie früher auch am was war bei dir, C64? Und also, weil das waren für mich immer die Nerds, darauf will ich hinaus. So, die meisten haben ja doch eher Party gemacht und die aber dann den ganzen Tag am C64 saßen oder am C16, weil sie sich den C64 nicht erlauben konnten. Das waren eher so die absoluten Außenseiter. Ja, ich habe quasi das Nerdsein und Party machen verbunden, weil ich glaube, die eine der ersten Websites, die ich damals gebaut habe, das war so rund um Abi-Zeit. Ich hatte da relativ früh eine digitale Kamera und bin damit immer rumgelaufen, habe Fotos gemacht und natürlich dann auch auf Partys viel fotografiert, gefilmt etc. Und das habe ich darüber dann halt alles ins Netz gestellt. Dann hatten wir da unsere Jahrgangsseite und alle haben sich da dann irgendwie auch austauschen können. Also so fing das bei mir an. Und also das hat seit der Schulzeit schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Wie gesagt, für mich war das auch immer so ein Kanal, sich auszudrücken. Beispielsweise als dann die Zeit der Blogs losging, konnte man da ja halt auch längere Texte schreiben, sich mit Leuten austauschen. Und ich war schon seit jeher immer viel übers Internet in Kontakt mit Leuten. Und das war dann, wie gesagt, eine Möglichkeit, sich noch besser auszudrücken, weil man eben nicht nur sich in Portalen, die andere bereitgestellt haben, veröffentlichen konnte, sondern eben auch seinen eigenen Krams bauen konnte. Und das mache ich seit jeher eigentlich. Wie hat dein familiäres Umfeld darauf reagiert? Deine Eltern, konnten die damit was anfangen? Oder war das eher so, der Junge soll lieber was Ordentliches machen? Nee, also sie haben ja, glaube ich, immer schon gemerkt, dass das was ist, was mich erfüllt und wo ich dann ja auch relativ früh das auch angefangen habe, zum Beruf zu machen. Ich habe zu Studienzeiten das in den Semesterferien gemacht, damit immer auch gut Geld verdient. Und von daher, wenn man mit ehrlicher Arbeit Geld verdient und hinterher glücklich ist, kann das ja nichts Schlechtes sein. Also so gucken die da, glaube ich, viel mehr drauf. Sie verstehen nicht im Detail, was ich mache. Sie interessieren sich zwar ein bisschen dafür, aber wie gesagt, im Detail ist es dann doch zu weit weg für diese Generation. Und ist Bitcoin heute dein einziges Hobby oder gibt es noch viele andere? Aber es gibt zum Glück auch noch viele andere. Also ich bowl da ganz gerne. Das ist ein schöner Ausgleich, wenn man ansonsten einfach nur vorm Rechner sitzt. Wir haben seit 2 Jahren einen Hund. Die hat mich so ein bisschen aus der Corona-Zeit gerettet und ist auch wahnsinnig erfüllend, ja. Wenn wir über Bitcoin sprechen, Spock, wann bist du das erste Mal mit Bitcoin in Berührung gekommen? Gibt es da so einen speziellen Moment, so ein Datum, so ein Aha-Erlebnis mit Bitcoin? Ja, das ist, als ich das erste Mal jemanden hatte, mit dem ich drüber sprechen konnte, und das warst du. Echt? Ja. Okay, dann war das spät. Das war spät, ja. Wann haben wir das erste Mal darüber gesprochen? 2021 oder so? 2021. Okay. War vorher so,
ja, habe ich schon von gehört und finde ich auch interessant, aber habe null Zugang gehabt und habe dann auch keine Lust gehabt, irgendwie mir da irgendwelche YouTube-Videos anzugucken, weil davon, also wenn man keinen Zugang hat, dann verstehst du einfach kein Wort. Das habe ich versucht und habe nichts verstanden und dachte mir, okay, das ist was für irgendwie, da bin ich raus. Ja. So, und dann haben wir darüber gesprochen. Und seitdem habe ich dann, also du hast da mir im Prinzip so eine Art, also einen Crash, kleinen Crashkurs gegeben, so, pass auf, ich mache das auch und das verhält sich so und so und du musst erstmal so und so verstehen. Vorher habe ich da keinen Zugang zu gehabt und seitdem ja, ich bin jetzt auch also weit ab davon, ein Spezialist zu sein, aber deswegen ist ja auch Dennis irgendwie hier, weil wir da eben auch noch Fragen haben und weil das irgendwie interessant ist, so, ja, genau. Ja, absolut. Und weil, also bei mir ist es halt auch einfach nur, ich würde jetzt mal sagen, mein Wissen ist ein reines Erfahrungswissen, wie ich es schon eingangs sagte, durchs Ausprobieren. Und mir sind halt auch so Sachen passiert, wie ich habe mal $300, glaube ich, Ethereum gekauft 2017 und wollte die dann auf mein Wallet transferieren. Und die waren weg. Also einfach weg. Und ich habe gedacht, die sind bis heute nicht angekommen. Weil ich habe auch immer, meine Philosophie war immer, okay, ich kaufe das und lass das liegen. Ja, weil, also so Trading, das war noch nie meine Sache. Und ich habe einmal in meinem Leben Nokia-Aktien gekauft. Da habe ich gedacht, jetzt fange ich mit dem Traden an. Und das war übrigens auch 2 Tage, bevor sie dann richtig in den Keller gestürzt sind. Von daher war mir klar, okay, wenn ich was mache, dann kaufe ich das und dann lasse ich das einfach liegen. Nur bei dem Ethereum war das einfach, es war und ich habe gedacht, wow, das muss ja, irgendjemand muss es ja haben. Wer hat denn das? Also vielleicht, um dich zu beruhigen, man sagt ja auch, das Geld ist nicht weg, es hat nur jemand anders. Hat nur jemand anders. Ja, aber oder du mir sagen? Wie Florian Homm sagte, das Geld ist nicht weg, das ist dann bei mir. Ja. Gut für ihn. Hast du eine Idee? Also wer hat denn das jetzt? Gut, Ethereum, da müssen wir auch, vielleicht ist das ganz gut, dass wir das auch jetzt unterscheiden, weil also du bist Bitcoin, 100% Bitcoin. Ethereum ist ja auch schon wieder was ganz anderes. Genau, lass mich dazu nochmal ein Stück weiter vorne ansetzen. Du sagtest ja gerade, das ist quasi Erfahrungswissen, was du mitbringst und das ist bei uns allen ja so. Weil, also ich komme ja hier auch nicht als Bitcoin-Entwickler oder zertifizierter Bitcoin-Mensch mit 20 Jahren Erfahrung daher, sondern das ist halt so, wir... kein Bitcoin-Diplom. Ja, wir finden ja gerade erst alle gemeinsam raus, wie diese neue Form von dezentralem Geld denn überhaupt funktionieren kann und was da auch für Hürden, Chancen, Möglichkeiten mit einhergehen. Also auch insofern ist das halt zum einen sehr spannend. Da kommen dann eben auch so schmerzliche Verluste mit einher. Es geht damit einher die Erfahrung, dass man eben ja ein neues Maß von Eigenverantwortung auch mitbringen muss. Weil es gibt keine Bank, da kannst du dich anrufen und sagen, meine Ethereum sind weg. Geht nicht, die sind einfach weg. Dieses Mantra, be your own bank, also sei deine eigene Bank, das kommt mit Rechten und Pflichten daher. Ja. 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 Also wenn irgendjemand Lust hat aus der Community, mir die 300 zu ersetzen, herzlich gerne. Nein, aber ich nehme es auch in Bitcoin dann, um Dennis zufriedenzustellen. Aber nee, kommen wir jetzt mal. Also Ethereum, das ist ja ein Altcoin. Und Bitcoin ist Bitcoin. Genau. Ich hatte das in der Auf-Augenhöhe-Sendung ja etwas salopp abgekürzt, indem ich gesagt habe, für uns gibt es quasi Bitcoins oder Bitcoin und es gibt Shitcoins. Und das ist eben diese Unterscheidung, die man, würde ich sagen, auf technischer Ebene schon einfach so treffen kann, weil das größte Unterscheidungskriterium, was dazu zu dieser Erkenntnis führt, ist eben dieser Punkt Dezentralität. Dezentralität bedeutet, wer steht dahinter, wer hat die Macht über auch Änderungen an diesem Projekt, an dem Code etc. zu entscheiden und am Ende, wie funktioniert dieses System überhaupt? Und es gibt eben unterschiedlichste Projekte in diesem Bereich digitales Geld, würde ich es jetzt mal nennen, Kryptowährungen. Und auch bei mir war es so, ich habe nicht nur mit Bitcoin angefangen. Ich habe damals auch Litecoin gekauft, ich habe Dash gekauft, Ethereum. Halt, was ist da irgendwie so Cardano alles? Cardano zum Beispiel war auch relativ plötzlich Das war da noch nicht angesagt. Ja, ich glaube 2018 oder so habe ich das erste Mal davon gehört. Ja, also das waren so die Sachen, die mir da über den Weg gelaufen sind. Und auch da, ne, ich bin ja auch nicht irgendwie mit mega Erfahrung gestartet, sondern auch naiv reingehüpft und habe mir das einfach mal angeguckt. Und habe aber zum Glück, würde ich sagen,
durch die immer besser werdenden Informationsquellen, die dann auch mittlerweile auf Deutsch zur Verfügung stehen etc., relativ schnell gelernt, dass Bitcoin eigentlich das einzige Projekt ist, von dem ich mir ein Wertversprechen oder wo ich mir dieses Wertversprechen, was ich dahinter sehe, am besten vorstellen kann, dass es das erfüllt. Und durch die Dezentralität, also genau. Dadurch, dass niemand die Macht darüber erlangen kann. Genau, also wie ich glaube, um diese Frage noch mal ein bisschen besser auch beantworten zu können, muss man ja erstmal für sich klären, was erwarte ich mir davon überhaupt? Ne? Ist das irgendwie etwas, wo ich zum Beispiel, nehmen wir nochmal das Thema Altersvorsorge, wo ich mit irgendwie für die nächsten 20, 30 Jahre vorsorgen will? Oder ist das etwas, wo ich das Wertversprechen drin sehe, ich möchte in 2 Jahren Lambo fahren? Das ist ja auch valide, kann ja jeder machen, wie er mag. Oder eine Art Spielgeld, weil man irgendwie auch sagt, irgendwie auf der Bank, die Zinsen, gut, jetzt sind sie wieder höher gerade, aber sie waren ja eine Zeit lang einfach nahezu bei Null, dass man gesagt hat, also das ist auch mir zu langweilig. Genau, vielleicht ist es auch dieser Spielaspekt, dass man da einfach mal 500 Euro reintut und guckt, was sich in einem Jahr tut. Genau. Wie gesagt, für mich war schon irgendwie bei all dem einfach nur Neugier und Interesse an diesem Thema auch mindestens ein Stück weit dieses Ding, okay, jetzt beschäftige ich mich mit Geld, dem Thema Altersvorsorge und erhoffe mir mal, dass ich das da finde. Und ich würde sagen, ich bin schon auch, wie gesagt, wegen Geld und Wertvermehrung gekommen. Mittlerweile ist das Wertversprechen, was für mich dahinter steht, ein ganz anderes. Darüber nämlich, werden wir später auch noch sprechen, genau die Philosophie, die dahinter steckt. Okay, dann führe ich es jetzt noch nicht aus. Nee, ich würd gerne wirklich jetzt gerade auf diesen Aspekt Altcoins und Bitcoin und die Unterschiede, also was sozusagen diesen Bitcoin außerhalb für dich der ja Kryptowährung macht. Kryptowährung zu Bitcoin ist. Also wir ziehen beispielsweise auch ganz klar eine Linie zwischen Bitcoin und Kryptowährung. Weil ach so, okay, das ist also auch Kryptowährung nochmal interessant. Analog zu Altcoin und das heißt, so würde Bitcoin ich sagen, ist gar keine Kryptowährung. Also streng definitorisch könnte man das sicherlich so sagen. Nur wie gesagt, wir im allgemeinen Verständnis sagen Leute halt Kryptowährung und meinen damit den bunten Strauß an Dingen, die es da draußen gibt. Und wie gesagt, für mich ist das größte unterscheidende Element dieser Punkt Dezentralität. Also vielleicht auch da können wir mal so ein bisschen auf die Entstehungsgeschichte von Bitcoin eingehen. Genau, was ist das überhaupt, die Dezentralität? Genau, weil letztendlich wurde Bitcoin geschaffen von RZS Satoshi Nakamoto. Ne, man weiß nicht, wer das ist, ob es nicht vielleicht auch eine Gruppe von Leuten war, die dieses Projekt ins Leben gerufen haben. Und diese Person oder Gruppierung ist nach den gut ersten 2 Jahren von Bitcoin verschwunden. Das ist, es gibt jetzt niemanden mehr, der dahinter steht. Da würde man jetzt erstmal sagen, also erstmal würde jetzt der kritische Zuschauer sagen, das klingt nicht besonders seriös. Genau, das ist auch so, wie beispielsweise meine Eltern darauf reagieren. Die gucken dann erstmal und fragen und trotzdem kann man ja durchaus dann jetzt fast 15 Jahre später interessiert fragen, okay, wie hat es dieses System geschafft, dann weiter am Leben zu bleiben, größer zu werden, immer mehr Leute für sich zu begeistern, für die Ideale, die dahinter stehen, zu begeistern und letztendlich gerade sich auf dem Weg der Adaption zu befinden. Ne? Weil also es hätte ja auch nach diesen ersten 2 Jahren in so einem Stadium verharren können, wo man sagt, okay, das interessiert jetzt keinen mehr. Aber bei Bitcoin geht es halt nicht um eine Person oder eine Gruppe von Leuten, die dahinter steht, sondern der Code ist da draußen, gehört der Allgemeinheit und kann eben von der Allgemeinheit auch weiterentwickelt werden. Ne? Nicht jetzt der Code. Also das ist der Code die Blockchain? Nee, der Und die Blockchain ist aber, also die Blockchain ist die Technologie, die auf dieser Kette von Computern läuft, die dezentral weltweit überall verteilt stehen. Die Blockchain ist quasi das Kassenbuch, in der die Bestände von Bitcoins geführt werden, die auf Adressen liegen. Okay. Und da sieht man beispielsweise auch schon, es gibt einen Unterschied zu dem, wie wir es von unserer Bank kennen. Also ich habe bei Bitcoin an sich kein Konto, sondern ich habe einen Schlüssel. Mhm. Das ist ja irgendwie das, was man sich so anlegt, um eine Adresse zu haben oder mehrere Adressen zu haben, auf die man dann Bitcoins empfangen kann. Das ist bei anderen Kryptowährungen oftmals ähnlich.
Und genau, also das ist schon mal auch so ein mentaler Bruch, den viele Leute haben, wenn sie darüber nachdenken, weil vielleicht denken Leute sogar initial, Bitcoin ist irgendwie eine Firma und da meldet man sich an mit Benutzername und Passwort und dann geht's los, dann ist man bei der Bitcoin-Bank, aber so läuft das halt nicht. Ne? Sondern, wie gesagt, man ist in diesem System quasi seine eigene Bank, sein eigener Herr. Man hat den eigenen Schlüssel, den man sich irgendwie generieren muss. Auch da gibt es Hilfsmittel für, aber man muss sich da halt erstmal reinarbeiten und damit auseinandersetzen, um das eben dann auch so spielen zu können. Dass ja, man du hast eben so ein schönes Stichwort Eigenverantwortung gesagt. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber ja, du genau. bist da wirklich einfach komplett selbstverantwortlich und da kann dir auch niemand helfen, außer jetzt ein guter Kumpel, der sich wiederum damit auskennt. Aber der kann dir halt auch nicht dabei helfen, deine, wie viele Wörter sind es? 21, 24? Es gibt verschiedene Modelle. Üblicherweise ja. hat man 12 oder 24 12 Wörter, oder 24, die, genau. die quasi einen diesen privaten Schlüssel abstrahieren. Und wenn die weg sind, sind die weg. Dann genau. Hilft nur beten. Genau, wir nehmen noch mal einen kleinen Schritt zurück, weil viele Leute, wenn sie sich anfangen, damit auseinanderzusetzen, dann melden sie sich bei einer Kryptobörse an. Gibt viele Beispiele. Sowas wie Coinbase zum, genau, Beispiel, zum Beispiel. Oder ist Bitcoin.de auch eine Kryptobörse? Nee, in dem Sinne. Würde ich so sagen. Okay, so, und dann haben sie da ihr, ich sag mal, Bankkonto, so wie Sie es kennen. Sie haben da einen Benutzernamen und ein Passwort. Aber ich würde sagen, selbst wenn Sie da Bitcoin kaufen, dann haben Sie keine Bitcoins, weil letztendlich haben Sie nur einen Schuldschein, mit dem Sie der Börse gegenüber ein Anrecht auf X Bitcoin haben. Ne? Das ist ähnlich wie... Okay, das muss ich jetzt nochmal verstehen. Also wenn ich bei, ist ja egal welche, sagen wir Coinbase, ich kaufe jetzt bei Coinbase für $100 Bitcoin. Genau. Dann bekomme ich doch diese Bitcoin aber auf mein Coinbase-Konto transferiert und dann kann ich sie doch auf mein Cold Wallet laden. Genau, richtig. Aber das ist eben der Unterschied. Dieses Cold Wallet oder die Hardware-Wallet, deine eigene Wallet, da bist du dann deine eigene Bank. Ich wollte vor allem auf diesen Punkt hinaus, dass wenn Leute diesen Schritt nicht machen, dann haben sie halt eben quasi sind sie in einem Dienstleistungsverhältnis mit einer Bitcoin-Bank und haben letztendlich nur einen Anspruch auf Bitcoins, okay. aber sie haben nicht selber diese Bitcoins. Deshalb sagt man bei uns auch, not your keys, not your coins. Also wenn du selber nicht den Schlüssel dafür hast, dann sind das auch nicht deine Coins. Das heißt, die Hardware-Wallet ist unumgänglich, um völlig sicher zu sein. Ist ja aber auch jetzt nicht so die, ich glaube, ist nicht die Rieseninvestition. Was kostet sowas? $100? Ja, mit den Dreh rum? 100 bis 150 Euro ist man dabei, ja. Ja, und dann kannst du das einfach darauf transferieren und dann. Kannst du einfach, sagt sich so einfach, aber das ist ja genau der Punkt. Wir haben, ne, dass wir gerade klären, was gehört alles dazu und was ist daran einfach. Wenn man es schon mal gemacht hat und irgendwie 22 ist, dann ist das alles einfach, aber. Für deine und meine Mutter ist das alles nicht so einfach. Nein, auf gar keinen Fall. Aber es wird, wenn man es einmal begriffen hat, dann wird es einfach. Ja, man muss sich halt in dieses, sage ich mal, neue System mit neuen Parametern und Denkmodellen erstmal reinarbeiten, ne? Ja, und vielleicht nicht gleich alles auf die Wallet, weil um erstmal zu gucken, kommt's überhaupt an. Also man kann ja aber auch, das ist ja das Schöne, da sind wir wieder bei den Satoshis, man kann ja auch erstmal 3 Euro rüberschieben. Ja, oder wenn man es mit seiner Altersvorsorge macht, dann ist der Erfahrungswert vielleicht umso größer, den man damit... Ja, aber genau, vielleicht auch, um das nochmal zu erklären, so eine Hardware-Wallet, das ist quasi ein Gerät, was einem sicher und vom Internet losgelöst, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei, dass das ein Gerät ist, was nicht mit dem Internet verbunden ist, einem so einen Schlüssel generiert. Und der Schlüssel ist dann da drauf und nur da drauf. Weil deshalb sagt man auch Cold Wallet, also es ist kalt, nicht mit dem Internet verbunden. Wohingegen Wallets, die auf dem Rechner liegen und mit dem Internet verbunden sind, die sind quasi hot, also immer in Gefahr. Und das heißt, wenn ich diese Wallet verliere, ja, dann hilft mir aber dieser Recovery Seed oder wie der heißt mit den 24 Wörtern, um an jedem Computer weltweit mir mein Wallet wiederherstellen zu können. Das heißt, da ist ja schon eine Absicherung, wenn ich mich an die Spielregeln halte. Genau, also dieses Gerät, wenn du dir damit einen Key erzeugst, wird dich als erstes
dann wahrscheinlich auffordern, dir doch bitte diese 12 oder 24 Wörter zu notieren, weil das eben genau der Punkt ist. Ansonsten drehst du dich um, stolperst, das Ding fällt ins Wasser und da sind vielleicht deine Bitcoins drauf und du hast dann keinen Zugang mehr dazu. Es sei denn, du hast eben diese Wörter und kannst mit denen dann quasi ein neues Gerät aufsetzen und kommst so dann wieder an deinen Schlüssel ran. Was würdest du jetzt sagen? Also jemand, der uns jetzt zuhört und sagt, ich bin da komplett neu in dem Thema, möchte mich da jetzt aber einfach mal ranwagen. Wie lange braucht's? Also wie viele Stunden sollte ich mich damit beschäftigen, bis ich dann wirklich mal mit echtem Geld da auch ausprobiere? In der Theorie würde ich jetzt sagen, beschäftige dich da erstmal mit und kauf dir vorher nichts. In der Praxis sehe ich aber immer wieder, dass dieses Element, quasi einen kleinen Teil erstmal zu haben, durchaus auch Verbindlichkeit schafft, sich näher in dieses Thema reinzuarbeiten. Und von daher, glaube ich, fängt die Reise erst so richtig an, wenn man ein bisschen Skin in the Game hat und tatsächlich, keine Ahnung, 100 Euro in Bitcoin mal auf der Börse liegen hat und somit auch den Anreiz hat, wenn man dann eben verstanden hat, okay, ich habe sie nicht selber, sondern ich habe eine Schuldverschreibung hier. Wie kann ich die denn zu meinem Eigen machen? Das ist dann ja schon der erste Schritt, sich da näher reinzuarbeiten, mal zu gucken, wie lege ich mir denn sicher so eine Wallet an und wie kriege ich die von der Börse weg? Und es hat ja auch schon einige dramatische Geschichten gegeben, wo Menschen, ich weiß nicht, 10, 20, 30 Millionen Euro einfach nicht mehr wiederfinden. Der weil Typ, sie, der die Müllkippe umgerät. Genau, und das war vor einem Jahr oder zwei Jahren, ich weiß gar nicht mehr so genau, aber der hat irgendwie doch versucht, auf einer Müllkippe seinen Wallet zu finden und das war weg. Und der hatte wie viele Millionen, weißt du es noch? Das weiß ich nicht. Ich meine nur gehört zu haben, dass er irgendwann dann auch sogar diese Müllkippe gekauft hat, um da die Möglichkeit zu von haben. Von Ethereum oder was? Das alles mit Ada Cardano bezahlt. Das wäre gut. Aber es ist, glaube ich, nicht gelungen. Ne? Das heißt also, von den 21 Millionen, das ist ja diese begrenzte Anzahl, die es gibt, die auch noch nicht alle geschürft sind, sondern ich weiß nicht, wann ist der Endpunkt, wann ist der letzte Bitcoin? Wenn alles den Regeln nach läuft, dann wird das 21,40 so sein. Ne? Also es gibt 21,40. Genau. Okay, das also ist noch bekommen wir nicht mehr mit. Über 100, das ja. Weißt du ja nicht. Ja, gut. Also vielleicht, keine Ahnung. Egal. Das, was du gerade angesprochen hast, ist quasi so dieser Zyklus, in dem Bitcoins ja, sag ich mal, vorhersehbar ausgeschüttet werden. Ne? Auch dafür gibt es im Code einen Mechanismus, bei dem sich alle 4 Jahre die Anzahl der Bitcoins, die für einen neuen Block ausgeschüttet werden, halbiert. Das ist dieses Halving. Genau. Wozu es dann alle 4 Jahre quasi zu so einem Angebotsschock, sage ich mal, kommt. Ne? Weil es eben diesen Punkt im Code gibt, wo ungefähr alle 4 Jahre von einem auf den anderen Block nur noch die Hälfte neue Bitcoins produziert werden. Also angefangen hat das die ersten 4 Jahre mit 50 Bitcoins, die Miner mit jedem gefundenen Block verdient haben. Und 4 Jahre später dann halt halbiert, 25, nochmal 4 Jahre später 12,5. Jetzt sind wir gerade bei in der Phase, wo es 6,25 sind. Und im nächsten Jahr steht das nächste Halving an, wo es dann eben nochmal wieder auf 3,125 runtergeht. Okay, 2,24. Und ist das dann so, dass man sagen kann, kongruent dazu haben wir auch immer den Bullrun? Also da, wo es dann wieder aufwärts geht das mit ist, Bitcoin? Das ist das, wo sich das quasi historisch ableiten lässt. Ne, weil, wie gesagt, es kommt dann einfach zu einer Angebotsverknappung. Das Angebot von neuen Bitcoins, die auf den Markt treffen, wird weniger, in dem Fall die Hälfte. Und das geht dann oft damit einher. Deshalb, mach mal den Advocatus Diaboli. Da waren schon wieder so viele Fachbegriffe, die ihr jetzt so benutzt habt und beide wisst, wovon ihr redet. Aber ich fürchte mal, viele Zuschauer nicht. Was ist Halving? Warum? Halving ist dieser Halbierungsmechanismus. Oder was auch, wird da halbiert? Ja, die Anzahl, also Bitcoin funktioniert ja so, dass ungefähr alle 10 Minuten ein neuer Block geschürft oder gefunden wird. Und so ein Block hat begrenzten Platz. Da passen knapp 2000 Transaktionen rein. Und so ein Block wird dann, wie gesagt, alle 10 Minuten an die Blockchain angefügt. Also eine Transaktion ist ein Kauf oder ein Verkauf?
Ja, ja. Zum Beispiel, um es mal einfach zu machen, genau. Und alle 10 Minuten schreitet das Netzwerk oder dieses Kassenbuch voran, weil jeder Block eben auch ein neues Stück Information ist mit Einträgen darüber, wer wem was geschickt hat, auf welchen Adressen jetzt was liegt. Und alle 4 Jahre halbiert sich der Erlös, sage ich mal, oder die Belohnung für die Miner, die sie bekommen für den Energieaufwand, den sie leisten, um. Was ist ein Miner? Jetzt gehen wir relativ tief in die Thematik rein. Wir meinen jetzt also das Bitcoin-Lexikon, finde ich gut. Also das Bitcoin-Netzwerk besteht aus mehreren Teilnehmern, uns Nutzern, und ein anderer Teil davon sind eben die Miner, die Transaktionen von Nutzern zusammenfassen und eben solche Blöcke erstellen. Das sind die, die ihre Rechenleistung zur Verfügung stellen? Genau, richtig. Und wie viele sind das weltweit? Weiß man das? Wie viele Miner in diesem Netzwerk beteiligt sind? Puh, gute Frage. Da bin ich überfragt. Könnte man sich angucken, weil auch da ist das Schöne an Bitcoin, dass dieses ganze System recht transparent ist. Mhm. Ne? Also, aber die sind weltweit verteilt. Genau, also von China bis Sansibar, das ist einfach einmal quer durch. Richtig, genau. Mhm. So, und es gibt immer einen Miner, der so einen Block findet. Also es gibt ja quasi dieser Lotteriemechanismus, so wird das oft bezeichnet, der dahinter steckt, um so einen neuen Block zu finden. Den Block findet immer ein Miner und der bekommt für diesen Energieaufwand, den er geleistet hat, um dieses Rätsel zu lösen oder diese Lotterie zu lösen, die zu einem neuen Block führt, bekommt er dann eine Belohnung. Also es muss ja einen Anreiz in diesem System geben, um die Energie... Weil er die Stromkosten bezahlt, um es mal platt zu sagen. Richtig, genau. Aber wie findet der den? Ist das irgendwo vorher versteckt und Computer löst ein Rätsel? Oder? Ja, es gibt... konkret werden alle Transaktionen in so einem Block zusammengefasst und dann wird der Wert dessen gehasht. Hashing ist ein Mechanismus in der Informatik, wo quasi ein Input genommen wird, durch diese Funktion gejagt wird und der gleiche Input hat immer den gleichen Output, aber der Output ist nicht zu erraten. Also das ist die sogenannte Hashrate. Nein. Nee, dieser Output ist vorher nicht zu erraten und bei Bitcoin, dieses Rätsel ist quasi darauf ausgelegt, dass eine gewisse Anzahl von Nullen in diesem Wert, der hinten rauskommt, vorhanden sein muss. Beziehungsweise vorne rangestellt sein muss in diesem Wert. Und dann, jetzt habe ich den Faden verloren. Also es muss diese gewisse Anzahl Nullen geben und wenn so ein Wert gefunden wurde, dann kann der Miner quasi sagen, hier, ich habe die Lösung. Diese dadurch, dass 10 Nullen da vorne rangestellt sind, kann sich jeder diese Lösung angucken und nachprüfen, ob das so ist. Dann wird im Netzwerk geguckt, stimmt die Lösung dessen mit unseren Regeln überein? Und wenn das so ist, dann fangen alle an, quasi den nächsten Block zu bauen. Auf Grundlage des Wertes, der jetzt in dem Block davor war. Also diese Lösung wird dann genommen und darauf baut sich das dann wieder auf. Und so entsteht diese Kette, bei der die Elemente alle miteinander verbunden sind und auch unveränderbar miteinander verbunden sind. Weil der letzte immer abhängig ist von allem, was davor stattgefunden hat. Genau, richtig. Weil auch der letzte Block dann wieder einer der Werte ist, der mit in die Berechnung des nächsten eingeht. Und deshalb könnte ich nicht hingehen und einen der früheren Werte verändern, weil ich dann kann wäre nicht manipulieren. Alles, genau, weil dann wäre alles, was darauf aufbaut, wieder halt auch kaputt und falsch. Und das würde das System sofort erkennen. Genau. Und alle anderen könnten dann eben auch sehen, okay, das entspricht nicht mehr den Regeln, die wir uns eigentlich vorgegeben haben. Und diese Regeln, die wurden aufgestellt von Satoshi Nakamoto. Das ist dieses White Paper, das irgendwann... Genau, also das ist letztendlich das, was in Code gegossen ist und wo so simple Dinge drinstehen, wie zum Beispiel ein Coin kann nicht zweimal ausgegeben werden. Mhm. Ne?
Und könnte ich jetzt sagen, also ich kaufe mir jetzt einen Computer und steige damit ein? Oder welche Bedingungen muss ich erfüllen, um einer dieser Miner zu werden? Rein theoretisch könntest du das machen. Also früher lief es ja genau so, wo Leute mit ihrem Privatcomputer, sage ich mal, angefangen haben zu minen. Und weil das eben immer auch von der Computing Power abhängig ist, also je mehr Rechenleistung ich habe, desto höher sind meine Chancen, weil ich schneller rechnen kann und gucken kann. Also die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich eben halt die nächste Lösung finde. Und dann fingen Leute an, auf Grafikkarten zu minen, weil das halt eben mehr Computing Power hatte. Und dann kamen die sogenannten ASICs ins Spiel. Das waren Chips, die ja letztendlich nur diesen einen Zweck hatten, sehr effizient eben diese sogenannten Hashes zu errechnen. Und da sind wir jetzt mittlerweile einfach in einem Spiel, wo man wirklich auch diese spezielle Form von Computer, also der sogenannte ASIC-Miner, dass man den braucht, ein sehr spezialisiertes Gerät, weil ansonsten ja das Ganze halt immer mehr so Lotterie ist. Also es gibt auch Leute, die quasi einen kleinen USB-Miner haben. Das ist ein schon auch spezialisiertes Gerät, aber halt von der Rechenleistung kommt das längst nicht an das ran, was eben so ein ASIC-Miner macht. Und die nutzen das einfach so, um mit geringem Stromverbrauch trotzdem einfach Lotterie zu spielen und zu gucken, wenn sie denn das Glück haben, einen Block zu finden, was verschwindend gering ist, aber wenn sie den finden würden, dann hätten sie mit ihrem USB-Miner für 200 Euro dann Bitcoins im Gegenwert von, keine Ahnung, 200.000 Euro gefunden. Okay. Aber das ist wahrscheinlich, wie du schon sagst, das ist dann wirklich Lotterie. Ja, definitiv. Wobei, also das muss man auch sagen, jeder Miner, der sich im Netzwerk dieser Challenge stellt, der spielt so oder so Lotterie. Ne? Die Frage ist halt quasi, mit wie vielen Lottoscheinen nehme ich dran teil? Und Lottoscheine sind in dem Fall die Anzahl oder die Rechenleistung, die ich mit in das Netzwerk einbringe. Jetzt die Bitcoin, die verloren sind, also die nicht mehr auffindbar sind, die Codes, die weg sind, wie von dem Typen mit der Müllkippe. Ja. Was ist mit denen? Also die sind auch wirklich unwiederbringbar für immer verschwunden, bis tatsächlich irgendwann jemand nochmal das doch findet und dann wieder einsteigen kann. Das heißt, dadurch findet ja auch eine Verknappung statt. Genau, richtig. Am Ende führt das dazu, dass wir ein deflationäres System haben. Also du hast ja vorhin schon angebracht, dass es diese 21 oder knapp 21 Millionen Obergrenze an Bitcoins gibt. Also diese Kurve, die sich durch das Halving halt immer weiter abflacht und die dann in 21.040 ungefähr enden wird, ab dem dann halt keine neuen Bitcoins mehr produziert werden. Das läuft auf knapp 21 Millionen Bitcoins hin. Und von denen sind natürlich ein Großteil jetzt auch schon geschürft, weil, wie gesagt, die Kurve wird immer flacher. Wie viel haben wir jetzt? 17 Millionen? Wir sind, glaube ich, mittlerweile schon bei 19 irgendwas. Okay. Also es ist schon ein relativ großer Teil dessen im Umlauf und man sagt so ungefähr, dass 3,5 Millionen errechnet man, dass die so unwiederbringlich verloren sind. Das heißt, und die 21 Millionen, die Gesamtsumme müssen dann am Ende auch für 8 Milliarden Menschen, zumindest Stand heute, wie viel es dann 21,40 sind, wissen wir nicht, aber reichen. Genau. Also das muss man sich teilen. Das kann ja auch geteilt werden durch die Satoshis. Das kann ja, glaube ich, immer weiter verkleinert werden. Aber da wäre dann, wenn das weiter überlebt, so nenne ich es mal, ein hoher Druck drauf, weil natürlich 21 Millionen für 8 Milliarden und davon viele verschwunden. Da muss man kein großer Mathematiker sein, um zu errechnen, dass das ja eigentlich dann nur nach oben gehen kann auf Dauer. Wenn das Interesse an diesem Netzwerk oder an dem Geld steigt, dann ist das so, ja klar. Weil immer mehr Leute sich mindestens halt einen gleichbleibenden Anteil Bitcoins teilen, ja. Gut, jetzt sind wir schon sehr spezifisch geworden, was Bitcoin angeht. Aber also spannend auch diese Details, finde ich, weil danke auch Spock, dass du da nochmal zwischengegrätscht bist. Jetzt mal einmal als Alternative Ethereum, weil das ja auch so eine Währung ist, die man relativ populär aufgebaut hat und von der man viel hört. Ja. Was ist jetzt da der Unterschied zu Bitcoin? Also warum sagst du nur Bitcoin und Ethereum, das kann man eigentlich vergessen? Ja, auch da können wir uns das
beispielsweise mal wieder von diesem Stichwort Dezentralität aus angucken. Und bei Ethereum ist es so, der Gründer Vitalik Buterin, der hat dafür dann im Laufe der Zeit eine Stiftung gegründet. Also da hinter diesem Projekt steht die Ethereum Foundation. Und das ist natürlich etwas anderes wie so ein, ich sag mal, herrenloses Projekt wie Bitcoin. Ne? Deswegen beispielsweise zieht die SEC, also die in Amerika, diese Behörde. Die Börsenaufsicht, zieht, oder genau, was? Die zieht da auch eine recht klare Linie, wonach sie sagt, wenn hinter diesem Projekt oder so einer Kryptowährung eine Entität steht, die man eben auch anschreiben kann, mit der man verhandeln kann, mit denen man über diese Regeln des Systems ja auch letztendlich dann debattieren kann, sie zu Anpassungen bringen kann oder wo jemand dahinter steht, der auch ein Wertversprechen in Form von monetärem Zugewinn damit abgibt, dann ist das halt ja letztendlich keine Form von Geld, sondern eher ein Wertpapier. Mhm. Ne? Da gab es ja auch gerade mit XRP, glaube ich, einen jahrelangen Prozess, den XRP dann aber gewonnen hat. Ja, also letztendlich in dem Fall, ich kenne die Einzelheiten da noch nicht mal. Nur, wie gesagt, für mich oder auch grundsätzlich gibt es halt diesen Unterschied, den man da auch ziehen kann. Nämlich, es ist am Ende im Fall von Ethereum oder auch Ripple wieder ein zentrales System, wo es ein oder mehrere Köpfe gibt, die dahinter stehen oder auch die dafür sorgen, dass dieses System aufrechterhalten wird. Ne? Jetzt gibt es aber, das muss man ja fairerweise sagen, auch die Bitcoin-Wale, also die richtig viele Bitcoins haben. Michael Saylor ist zum Beispiel so jemand von MicroStrategy, heißen die, glaube ich. Und der hat ja, ich weiß nicht wie viel Bitcoin, aber Milliarden. Das ich glaube, irgendwo bei 150.000 oder sowas ist ja Bitcoin mittlerweile, richtig. Ja. Das heißt, die haben ja, also wäre nicht irgendwann die Möglichkeit da, dass dem einfach nahezu alle Bitcoins gehören und er dann doch der absolute, alleinige Herrscher von Bitcoin ist? Ja, das ist eben der Unterschied. Also nur weil du viele Bitcoins hast, hast du in diesem System nicht mehr zu sagen als andere Leute. Ne? Also aber du kannst einen großen Marktdruck erzeugen. Also wenn der Saylor jetzt morgen sagt, man hat es ja auch schon bei Elon Musk gesehen, als er damals gekauft hat oder einfach, glaube ich, nur als er in seinem Profil bei Twitter das Bitcoin-Logo, dann ging der Kurs mal gleich irgendwie ein paar tausend Dollar nach oben. Also das heißt, da ist ja schon eine hohe Marktkraft dann dahinter, Manipulationskraft dahinter, sagen wir mal so. Das ist definitiv auch so. Und solange der Großteil Leute den Wert von Bitcoin monetär in Fiat-Währungen bemessen sieht, wird es auch diese Marktmanipulationskraft von den sogenannten Wahlen geben. Das ist aber nicht, das musst du mal näher erklären. Wie soll ich es denn anders sehen? Naja, also ich sag mal, in fortgeschrittenem Stadium der Bitcoinifizierung, und das ist durchaus was man, glaube ich, auch mit sich persönlich ausmacht, spielt dieses spielt dieser Preis, der dahinter in Fiat-Währungen steht, vielleicht auch nicht mehr so eine wichtige Rolle. Ne? Also mir persönlich ist es mittlerweile, würde ich sagen, größtenteils relativ egal, wie viel der Bitcoin an sich wert ist. Also natürlich kann ich mich da auch nicht von freimachen, dass er mir mit 30.000 US-Dollar lieber ist, weil ich aktuell, wo viele Leute einfach noch Kaufkraft in Fiat-Währung bemessen, dafür natürlich mehr bekomme, als wenn der Bitcoin 10 Dollar wert ist. Nichtsdestotrotz, wenn man langfristig mal die Perspektive aufstellt, wie das Ganze funktionieren kann, dann geht es letztendlich nicht darum, was für einen Wert Bitcoin in Fiat-Währung, also Euro oder US-Dollar bemessen hat, sondern wie sieht meine Kaufkraft gegenüber Realgütern aus. Okay, das heißt, dass Dollar und Euro dann gar keine Rolle in dem Fall mehr spielen, sondern ich sag einfach, ich habe hier, weiß ich nicht, eine Wohnung zu verkaufen und möchte dafür gerne 3,7 Bitcoin haben. Richtig, genau, weil das was. Und ich weiß aber, Entschuldigung, auch, dass ich für die 3,7 Bitcoin am Ende mir 10 Autos kaufen kann. Also das. Genau, also vielleicht auch, um das
Ganze nicht so crazy wirken zu lassen. Und damit Leute jetzt nicht denken, der Dennis ist komplett verrückt geworden, weil, wie gesagt, ich habe da Sympathien für, wenn Leute das gerade auch einfach noch nicht nachvollziehen können und sich das mega hyperbolisch und weit weg anhört. Ja, dafür machen wir das ja hier auch. Also es ist ja so, deswegen ist uns das ja auch so wichtig, weil wir stellen ja immer grundsätzlich die Frage, wie wollen wir in Zukunft miteinander leben? Und dazu gehört natürlich auch das Geld. Und also genau, ja. Dann lass uns an der Stelle vielleicht auch noch ein bisschen weiter rauszoomen. Und wir haben ja eben schon gesagt, Bitcoin, wenn das denn eben auf diese 21 Millionen begrenzt ist, dann hast du ja gerade auch ausgeführt, dann funktioniert es halt sehr deflationär. Ne? Mhm. Also im Zweifelsfall müssen die Coins, wenn das Interesse dran an diesem System oder der Währung wächst, muss der Wert, also die Kaufkraft zunehmen. Statt 2 Eiern bekomme ich für 10 Satoshis in Zukunft 5. Genau, so. Wenn genügend Menschen Interesse daran haben. Genau. Und spannend oder witzig ist letztendlich, dass wir in den Fiat-Währungen ja genau das Gegenteil davon sehen, nämlich eine Inflation. Das ist ein, würde ich sagen, sehr lebensnahes Beispiel, wo Leute jetzt halt sehen, okay, für 2 Euro habe ich vor einiger Zeit noch irgendwie 10 Eier bekommen, jetzt bekomme ich da nur noch, keine Ahnung, 6 für oder so. Ja, ich glaube, das spürt jeder im Moment. Genau. Ich war gestern in der Innenstadt seit langer Zeit mal wieder und habe den Fehler gemacht, mit dem Auto hinzufahren. 4 Stunden parken, 14 Euro. Also total bescheuert. Man kommt sich wirklich, also man steht da und denkt, was für eine Verbrecherbande. Also 14 Euro für 4 Stunden. Hallo, was ist denn hier los? Also das mit den Eiern war ganz interessant. Ich war neulich im Biomarkt und da es gab da eine Sorte Eier. Da haben 10 Eier über 7 Euro gekostet. Okay. Also das ist kein Witz. Da habe ich auch... irgendwie, ich meine, deswegen war das ein ganz gutes Beispiel. Aber guck mal, ich 20 Euro für das, 20 Eier für das Packen bekommen. Ja. Genau, und deshalb finde ich es eigentlich auch ganz gut, da in Realgütern beispielsweise drüber nachzudenken und das nicht an den Fiat-Preis zu koppeln, weil da letztendlich ja auch so ein bisschen die Frage drin steckt, wo entwickelt sich unser Geld hin? Also wenn du dich ökonomisch mal angefangen hast, mit diesem Thema Geld so ein bisschen auseinanderzusetzen und alleine da würde ich sagen, kann für viele auch schon eine große Erkenntnisreise drin bestehen, weil ich muss sagen, ich war ungefähr 35, als ich angefangen habe, mich da tiefer mit zu beschäftigen. Da steht man in der Mitte seines Lebens, denkt, man hat schon einiges gesehen und weiß, wie das hier läuft und benutzt Geld jeden Tag und plötzlich wird einem klar, ich habe mich in meiner Naivität so ertappt gefühlt. Und deshalb, unabhängig von Bitcoin oder Kryptowährung, ist alleine sich mit dem Thema Geld, wie funktioniert das, was ist Inflation etc. auseinanderzusetzen, etwas, was viele neue spannende Erkenntnisse bringen kann. Ja, definitiv. Ja. Und ich glaube, jeder, der beginnt, sich damit zu beschäftigen, kommt auch irgendwann zu dieser Frage, Zeit für Geld, ist es das wirklich? Also meine wertvolle Lebenszeit für, ich weiß nicht, wie viel Euro die Stunde. Also das ist erstmal natürlich völlig unrealistisch zu sagen, da mache ich nicht mehr mit. Wir haben ja nun mal auch das System, was wir haben mit den Mieten, mit allem, mit dem Einkaufen, mit dem Parkautomaten, der will ja die 14 Euro haben. Genau, macht ja die Schranke nicht so auf. Ich spanne jetzt nochmal den Bogen wieder zurück. Zu deiner Ausgangsfrage und würde damit dann einfach auch die These in den Raum stellen, dass auch der Euro ein zentralisierter Shitcoin ist. Ne? Weil da gibt es auch eine zentrale Entität, die dahinter steht, nämlich die Europäische Zentralbank, die mit den Regeln macht, was sie will, wo selbst unser Bundesverfassungsgericht keinerlei Handhabe hat. Wenn Frau Lagarde und andere Leute in diesem Turm entscheiden, wir müssen jetzt die Geldmenge ausweiten, dann wird das gemacht. Und über genau solche zentralistischen oder bürokratischen, technokratischen Mechanismen haben wir als Gesellschaft die Kontrolle darüber, was Geld ist und wie letztendlich damit auch mit unserer Lebenszeit und unseren Ersparnissen verfahren wird, abgegeben. Und jetzt spanne ich den Bogen nochmal wieder zurück zu dem, was ich vorhin sagte, wo ich mittlerweile das Wertversprechen von Bitcoin hintersehe. Und da würde ich sagen, ist Bitcoin für mich die Möglichkeit, Staat und Geld zu trennen, sodass wir die Macht über Geld, eines der wichtigsten Instrumente, die Gesellschaft hat, wieder zurücknehmen in unsere Hände und sie entreißen aus der Macht eines Gremiums, was
im kleinen Kreis darüber entscheidet, wie dieses Thema zu funktionieren hat. Dann würde ich aber gleich gerne zum nächsten Kritikpunkt kommen. Warum sollte dieses kleine Gremium sich das aus den Händen reißen lassen? Weil letztendlich Geld nichts ist, was zentralistisch bestimmt wird, sondern wenn Geld funktioniert am Ende halt über Vertrauen und eine Gemeinschaft von Leuten, wie ich jetzt uns Bitcoiner quasi zusammenfassen würde, sagt, wir fangen jetzt mal an und explorieren einfach, ob es eine bessere, gerechtere Version für so ein gesellschaftliches Instrument wie Geld geben kann. Und das ins Laufen kommt, dann glaube ich, dass wir da ein System haben, wo wir Leuten zeigen können, dass das eben gerechter und besser ist, dass sich immer mehr Leute diesem System anschließen und damit zwangsläufig auch das bestehende System hinter sich lassen. Weil das Interessante beispielsweise beim Thema Geld ist auch, es kommt zwangsläufig immer mit Opportunitätskosten daher. Also wir haben im Vorgespräch ja schon darüber geredet, dass Bitcoin quasi so das erste Projekt da ist und sich dann vielleicht auch so wie damals Alta Vista anfühlt oder Netscape, was dann irgendwann abgelöst. Genau, ich hatte das Beispiel Nokia nochmal genannt, als die irgendwann ihren genialen Communicator draußen hatten und jeder dachte irgendwie geil, mein mobiles Büro, und dann kam Apple um die Ecke und hat Smartphone erfunden und Nokia war plötzlich komplett weg vom Fenster. Also dieses, könnte es nicht auch sein, dass jetzt also Bitcoin einfach der Pionier war, aber am Ende kommt jetzt was schneller, besser und noch dezentraler ist. Genau, und dieses Denkmodell, das funktioniert bei allem, wo wir parallel aus verschiedenen Lösungen wählen können, also keine Ahnung, ich nutze Alta Vista, Yahoo, Google oder ich nutze Twitter, Facebook, was auch immer. Diese Sachen kann ich parallel nutzen. Also nur weil ich ein Twitter-Konto habe, heißt das nicht, ich kann kein Facebook-Konto haben. Wobei Geld eben, wie gesagt, anders funktioniert. Es hat immer Opportunitätskosten. Also alle, ich sage es jetzt trotzdem mal in Euro bemessen, alle 100 Euro, die ich in Ethereum stecken habe, die kann ich nicht in Bitcoin investieren. Ne? Also ich kann Geld immer nur an einer Stelle allokieren, so wie ich mich auch dazu entscheiden muss, spare ich Geld oder investiere ich es, verkonsumiere ich es. Es geht nicht alles drei gemeinsam. Ne? Und das ist der große Unterschied. Aber nochmal, warum, also nee, andersrum gefragt. Wenn ich dich richtig verstehe, wird Bitcoin aber nur dann weltweit funktionieren, wenn immer mehr Menschen es einfach akzeptieren und das andere nicht mehr mitmachen, indem sie sagen, ich rechne das nicht mehr um, sondern ich mache mit dir direkte Geschäfte. So, und dann wird ja aber der Staat oder die Staaten oder wer auch immer kommen und sagen, ja, Moment mal, schöne Idee, aber da sind wir nicht einverstanden mit, weil das wird die und die, weiß ich nicht, Kosten nach sich ziehen, Steuern nach sich ziehen, wie auch immer. Also wie siehst du das? Weil das, was du da, also das verstehe ich, aber das ist für mich im Moment so ein bisschen auch verträumt im Sinne von, ja, klingt toll, aber darauf zielte meine Frage ab. Da gibt's ja doch eine relativ mächtige Lobby, die sagt, ja, Freunde, damit lassen wir euch aber nicht durch. Ja, das ist definitiv so. Und das, was ich gerade angerissen habe zu beschreiben, das ist natürlich dann auch durchaus eine Form von Utopie, würde ich sagen. Ne? Gerade auch, weil ich es ja auch angepriesen habe als besser und gerechter und so. Auch das wird sich beweisen müssen. Ne? Also hast du gerade ja auch schon gesagt, es gibt auf diesem Weg sehr, sehr viele Gabelung, die das nehmen kann. Und ich maß mir auch gar nicht an, das jetzt irgendwie zu sagen, wie das wahrscheinlich laufen wird. Ich würde aber einfach die These in den Raum stellen, dass ein mittlerweile gar nicht mehr so unrelevanter Teil von Leuten diese Reise angetreten hat, diese Explorationsreise, wo das Ende durchaus offen ist. Wo ich aber sagen würde, es nimmt immer mehr Fahrt aus, also auf zumindest aus meiner Perspektive würde ich sagen, dieses System gewinnt an Zulauf, gewinnt an Interesse, gewinnt auch gesteigert durch den Abwärtsfall des bestehenden Systems, durch eben so Themen wie Inflation an Zulauf und Interesse. Und von daher, ja, glaube ich, wird die Zeit das einfach zeigen, was
in 20 Jahren davon übrig ist. Ne? Weil oder vielleicht auch die Superreichen einen Ort für ihr Geld brauchen und das dann wiederum die Lösung ist. Weil das hat mich schon gewundert, als ich dann gehört habe, irgendwie BlackRock, Vanguard, wie sie alle heißen, steigen da jetzt ein und haben ja großes Interesse. Oder ist das wieder nur ein, in Anführungsstrichen, Fake, um, keine Ahnung, am Ende dann zu sagen, hahaha, doch nicht. Das wissen wir alle nicht, ne? Und aber wie ist deine Meinung dazu? Da wie ist das eher gut für Bitcoin oder ist das eher schlecht? Ich bin da geteilter Meinung, weil ich sagen würde, um dieses Wertversprechen in Form von, das ist besser und gerechter und sowas zu erfüllen, da macht es natürlich Sinn, wenn das ein Bottom-up-Movement ist, bei dem die kleinen Leute oder ausreichend kleine Leute das Wertversprechen verstehen, bevor es die Großen tun und somit halt dieses Kräfte, also dieses Differential von Kraft, was sich da entfalten könnte oder wo wir jetzt eine Chance haben, sage ich mal, auf einem gemäßigteren Spielfeld wieder anzufangen. Das würde sich eher ausspielen, wenn wir noch mehr Zeit dafür hätten und mehr Leute on the ground quasi zu begeistern. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dieses spieltheoretische Element bei Bitcoin, was natürlich dann auch mit sowas wie Gier und der Preisentwicklung einhergeht, vor dem kann sich keiner verstecken. Ne? Also selbst Staaten werden irgendwann ins Grübeln kommen, wenn andere Staaten anfangen, und das werden sicherlich erstmal kleinere sein, wie beispielsweise, jetzt, genau, wie das El Salvador sehen, ne? oder Bhutan. Die haben Ende letzten Jahres auch bekannt gegeben, dass sie selbst mittlerweile im Mining stecken und dafür sich ein Wertversprechen sehen. Also je mehr das auch auf dem Level an Fahrt aufnimmt, umso weniger werden sich halt auch größere Player oder Staaten davor verstecken können. Weil wenn dieses System einmal ins Laufen kommt, dann musst du dir zwangsläufig die Frage stellen, mache ich mit oder bin ich am Ende der Dumme? So. Ein weiterer Kritikpunkt noch, bevor wir auf die Philosophie und die Ideale von Bitcoin zu sprechen kommen, die auch eine riesengroße Rolle spielen. Warum kann eigentlich niemand Bitcoin einfach kopieren und sagen, ich mache auch 21 Millionen, ich mache es auch dezentral? Du kannst das machen. Du kannst den Jens-Coin oder den Faircoin beispielsweise machen. Die Frage ist halt, wie viele sich diesem System anschließen, ne? Weil das ist ja mit einer der nächsten Punkte, wo ich sagen würde, dass Bitcoin da Aber meine Entschuldigung, wenn ich da nochmal unterbreche, dann würdest du ja schon wieder sagen, wenn wir jetzt den Fair-Talk-Coin machen, das ist ein Shit-Coin. Ja. Aber ich will ja auch einen geilen, so wie Bitcoin. Und das könnte ich ja auch, indem ich einfach in Anführungsstrichen sage, es ist dezentral, ich mache eine begrenzte Menge. Dann müsstest du mir doch eigentlich um den Hals fallen und sagen, coole Idee, da bin ich dabei. Da würde ich fragen, wozu denn? Zum einen das und zum anderen kommen da quasi auch die Netzwerkeffekte zum Tragen. Ne? Ja. Also Bitcoin hat jetzt, wie gesagt, knapp 15 Jahre Historie auf dem Buckel. Es gibt viele Leute da draußen, die das schon nutzen, die dieses System kennen, die sich damit auseinandergesetzt haben, die Bitcoins halten, die Bitcoins akzeptieren, die Bitcoins ausgeben wollen. Da hast du quasi 15 Jahre, die du erstmal Aufholarbeit zu leisten hättest. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wo es schwer wird, ne? Weil eben da auch wieder diese Opportunitätskosten ins Spiel kommen. Ne? Also um beispielsweise dann Jens-Coin oder Faircoin zu halten, müsste ich meine liebgewonnenen Satoshis dafür ja abgeben. Ne? Weil ich kann nur entweder oder halten. Guck mal, wenn ich freundlich lächle, dann okay, ich merke schon, das wird schwierig, Spock. Wir kommen an die Satoshis von Dennis nicht ran. Ja, aber ich glaube, da könnte man auch nochmal auf die Frage Bitcoin und alles andere ist Shitcoin, weil ich bin noch nicht sicher, ob die endgültig beantwortet ist. Mhm. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist der Unterschied vor allem, dass alles andere eine Entität hinter sich hat. Und damit kann die Entität den gesamten Verlauf oder sogar die Infrastruktur beeinflussen, hat irgendwie Zugriff darauf. Das heißt, überall, wo eine Entität ist, die greifbar ist, könnte beispielsweise auch der tiefe Staat eingreifen oder die CIA oder man könnte es eben auch hacken vielleicht.
dieses Dezentrale, das schließt das tatsächlich aus, weil niemand da ist, den man auch zum Beispiel erpressen könnte oder ist das jetzt das, wo man diesen Unterschied drauf, also wirklich am Ende drauf festmachen kann? Genau, also würde ich schon sagen, weil am Ende, wenn du Bitcoin verändern willst, dann müsstest du nicht nur den Code an sich verändern, sondern du müsstest auch all die Leute, die jetzt dezentral ihre eigenen Knoten betreiben oder alle Leute, die so einen Miner laufen lassen, davon überzeugen, dass sie die angepasste Form des Codes denn auch laufen lassen sollen. Das geht mit einem anderen Coin nicht? Werden die anders gemeint? Und ja, gibt's da auch diese Knoten, die jeder haben kann? Oder gibt's das nur bei Bitcoin? Das ist so diese Debatte von Proof of Work. Das ist dieses Mining-Verfahren, was Bitcoin hat, um Transaktionen zu validieren und neue Blöcke zu erschaffen, versus Proof of Stake. Das ist das, was quasi so als energiesparsame Variante beispielsweise bei Ethereum angewandt wird. Also bei Bitcoin ist es die Arbeitsleistung, also Proof of Work heißt Arbeitsleistung. Das ist quasi der Energieaufwand, den ich vorhin beschrieben habe. Also um es mal einfach zu sagen, die Strommenge, die ich brauche. Also so. 5300 Watt, die ein Antminer braucht, um 255 Terahashes pro Sekunde zu berechnen. Das hast du wahrscheinlich besser abgelesen. Das habe ich jetzt gerade abgelesen. Das ist ja Stocks großer Vorteil. Er hat da so einen Laptop vor der Nase. Ich das aus dem Gedächtnis sagen könnte. Versus Proof of Stake, also Anteilsleistung übersetzt es nicht richtig, aber es geht bei Stake halt um den Anteil. Ne? Also da ist es so, dass im Gegensatz zu dem, wie ich das gerade bei Bitcoin beschrieben habe, wo Michael Saylor mit seinen 150.000 Bitcoins nicht eine Stimme mehr in diesem Netzwerk repräsentiert als ich, du oder Spock, da ist es so, dass die Leute, die halt einen größeren Anteil in Ethereum haben, bei diesem Mechanismus, wie neue Blöcke gebildet werden oder wer darüber bestimmt, was für Transaktionen in Blöcke mit aufgenommen werden, die haben da einen größeren Anteil dran. Und das sind vermutlich in der Regel die Gründer, die nämlich, wenn sie das gründen, sich erstmal einen ordentlichen Anteil selber... Genau, also ich will jetzt gar nicht so auf Ethereum rumhaten, aber ich finde, das ist immer ein ganz gutes Beispiel dafür, weil dieses Projekt beispielsweise auch einen sogenannten Pre-Mine hatte, also bevor überhaupt, sage ich mal, die Öffentlichkeit an diese Tokens rankommen konnte, hat sich diese dahinterstehende Stiftung zu damaliger Zeit 70% dessen einbehalten. Und das ist ganz schön viel. Das ist nicht das, was man unter gerecht und gut versteht, würde ich mal sagen. Ist das ist eine geile Information, die ich nämlich noch nicht hatte. Das ist genau. Und also dieses Stichwort, so wie als ob die EZB irgendwie sagt, okay, wir machen die Euros, aber die meisten davon haben wir erstmal selber. Das ist so, genau. Und vor allem relevant wird das dann eben, wenn du auf ein System hinarbeitest und Ethereum ist da mittlerweile eben, wo dieser Anteil dich dann halt auch eben in höherem Maße stimmberechtigt. Und kommt daher dann auch dieser Vergleich mit dem Gold, also das digitales Gold. Man sagt immer, Bitcoin ist digitales Gold tatsächlich, und eigentlich also gar kein Geld. Deswegen komme ich gerade. Also wahrscheinlich kommt daher dann auch tatsächlich dieser Begriff des Minings, wie weil man das irgendwie schürft und das ja anscheinend dann bei dem Beispiel, was du gerade genannt hast, offensichtlich nicht der Fall ist, oder? Das ist wieder der Punkt, warum quasi Arbeitsleistung oder der Arbeitsnachweis eine wichtige Rolle spielt. Also im Prinzip analog zu jemandem, der da irgendwie mit dem Sieb im Fluss irgendwie die Steine auswäscht. Ja, genau. Ich habe in der auf Augenhöhe Folge ja öfter mal dieses Bild des die Schaufeln in die Hand nehmen gebracht. Und so ist es da auch. Also wenn ich Bitcoin haben möchte, dann muss ich dafür was tun. Also ich kann mich nicht einfach an die Zitze der Geldschöpfung setzen und von meinem bestehenden Stake profitieren, sondern ich muss immer wieder aufs Neue Arbeit leisten, weil ansonsten geht es nicht. Ich würde trotzdem nochmal auf meine Grundfrage zurückkommen, warum niemand Bitcoin kopieren kann, weil also es ist doch mit allen Dingen eigentlich so, dass wenn eine geniale Idee da ist und die Idee von Bitcoin scheint ja
recht genial zu sein. Also es wurde ja auch schon oft tot gesagt und es hat jetzt 15 Jahre, 2008, 2009 irgendwie 15 Jahre tatsächlich eine beeindruckende Performance hingelegt. Ja, also zumindest auch was die Akzeptanz angeht, das muss man ja sagen. So, jetzt kommt aber jemand, sieht das und sagt, ich mache auch dezentral, ich habe die Power, das zu bewerben, ein Vertrauen zu generieren, und ich gebe euch aber jetzt quasi einen Coin, der nicht Bitcoin heißt, klar, sondern irgendwie anders, der kostet jetzt im Moment 3 Euro, so als Ausgabepreis, ja, und mach's auch dezentral. Da würden doch also jetzt erst viele hinrennen und sagen, cool, da wäre doch diese Illusion da, ich krieg damals der Bitcoin, hätte ich den mal für 3 Euro gekauft, also ich kaufe mir jetzt diesen neuen für 3 Euro, der die gleichen Voraussetzungen hat wie Bitcoin. Das verstehe ich nicht. Warum ist denn kein, also BlackRock, das wäre doch für die ein einfaches, das zu sagen, wir machen einfach unser eigenes Ding. Ja, ich meine, da sind wir wieder bei dem Thema, dass viele Leute das Thema Geld halt nicht verstehen, ne? Also nehmen wir zum Beispiel mal als konkretes Beispiel sowas wie Dogecoin, was ja auch ein sogenannter Fork von Bitcoin ist. Also viele der sogenannten Altcoins sind Forks von Bitcoin. Fork, übersetzt mal. Fork ist quasi, man hat genau das gemacht, was du gerade beschrieben hast, nämlich man nimmt den Code, modifiziert den ein bisschen, hat zum Beispiel einen anderen Algorithmus zum Hashing oder man sagt, Bitcoin ist total langsam, wir wollen alle 2 Minuten einen neuen Block oder diese 2000 Transaktionen, die da alle 10 Minuten in so einen Block reinpassen, das ist uns nicht genug. Wir wollen da 100.000 Transaktionen reinhaben. Das modifiziert man und dann hat man natürlich etwas, weil es modifiziert wurde, was nicht mehr kompatibel zu Bitcoin ist. Mhm. Man hat eine Alternative geschaffen. Daher kommt dieser Begriff Altcoin. So und das heißt, Entschuldigung, aber ja? Dogecoin ist dezentral? Also ja, zumindest aber, auf Teilaspekte könnte man das beziehen. Ne? Also es können Leute, soweit ich weiß, zumindest auch Dogecoin statt Bitcoin meinen. Sie können ihren eigenen Dogecoin-Node laufen lassen, Transaktionen verifizieren und so. Gibt, meine ich, auch keine zentrale Entität dahinter. Jetzt ist aber die Frage, was ist das Wertversprechen davon? Also, weil da ein Hund drauf ist? Ist das jetzt das unterscheidende Kriterium? Also was macht es besser? So, und jetzt sind wir wieder bei so Punkten wie eben den Netzwerkeffekten. Nochmal, ne? Ich habe diese Opportunitätskosten. Entweder ich habe Bitcoin, Faircoin oder ich habe Dogecoin. Und dann entscheide ich mich halt für das, was am etabliertesten ist. Richtig, genau. Also aus deiner Sicht oder aus der, warum naja, das, du? Das macht halt Sinn, weil ansonsten bist du eben in einem System, wo Leute, die sich, sage ich mal, jetzt diesem Coin anschließen, klingt jetzt auch wieder arrogant, aber ich treib's mal auf die Spitze, ne, wo Leute das Thema Geld nicht verstehen, sagen, Mensch, der Elon Musk, das ist ja ein smarter Dude. Wenn der sagt, das ist gut, dann mache ich das. Außerdem finde ich das ganz nice, dass da ein Hund drauf ist. Da kaufe ich jetzt was von. So, und dann sieht Elon, dass viele Leute das ganz gut finden, wenn sie halt einen virtuellen Coin mit Hund haben und denkt sich, ja, dieser virtuelle Coin mit Hund drauf, der ist mir jetzt aber gar nicht mehr so viel wert. Der verkauft die Hälfte von dem, was ich habe. Dann rauscht der Preis ab und viele Leute fragen sich, ja, gut, jetzt habe ich hier so einen virtuellen Coin mit einem Hund drauf. Ist ja irgendwie doof gelaufen. Der Hund kläfft nur noch ziemlich leise, ja. Genau. So, und so läuft das halt üblicherweise, ne? Also auch wenn du dir die Historie mal anguckst, also zum Beispiel Charlie Lee, das ist der Gründer von Litecoin, so eine andere Alternative zu Bitcoin, wo es früher, als ich eingestiegen bin, hieß so, Bitcoin ist das Gold und Litecoin ist das Silber und so. Das sind die Leute, die quasi dann immer auf dem Top verkauft haben. Ne? Also die sind dann raus aus dem Projekt, weil sie gesehen haben, so okay, ich muss mir jetzt hier schon meinen Absprungzeitpunkt suchen, weil das Wertversprechen, was ich offeriere, das ist nicht so stabil, dass das mit der Zeit nicht genügend Leute kapieren würden. Deshalb steige ich lieber früher als später aus. Und umso besser, wenn mein Coin, von dem ich beispielsweise vielleicht sogar einen Pre-Mine habe oder weil ich den erschaffen habe, weil ich in den ersten Jahren der Erste war oder einer von wenigen, die den gemeint haben, da habe ich jetzt ganz viel von. Die kann ich jetzt mal einmal abräumen und dann halt meinen Lambo fahren. Und ähnliches gibt es halt auch mit Vitalik Buterin, der halt
die Coins der Ethereum Foundation abverkauft hat. Also Vitalik und Charlie Lee sind so gute Beispiele dafür, für Gründer eines Projekts, die ein Händchen dafür haben, am Top zu verkaufen. Mir fällt noch ein weiterer Kritikpunkt ein. Stromverbrauch. Mhm. Energie ist ein großes Thema und vor allem auch die Frage gar nicht so sehr, was den Verbrauch angeht. Das ist das eine, würde ich auch gerne gleich ein Statement zu haben von dir, aber auch dieses, was ist denn, wenn sich die Energiepreise noch weiter in diese inflationäre Richtung entwickeln und irgendwann die ganzen Miner aussteigen und sagen, das lohnt sich ja gar nicht mehr. Ja, dieses Energieverbrauchsthema ist öffentlich ein sehr, sehr großes Thema. Da stecken einige Punkte drin. Also lass uns mal mit dem Punkt anfangen, wo viele Leute das beispielsweise als Energieverschwendung bezeichnen. Und zwar würde ich sagen, das kommt immer daher, weil sie quasi den Nutzen hinter diesem System erstmal nicht verstehen. Ne? Und dann ist es eigentlich auch egal, ob Bitcoin, sage ich mal, keine Ahnung, eine 9-Volt-Block-Batterie leer lutscht oder so viel Strom verbraucht wie Dänemark oder Argentinien. Diese Leute wirst du nicht überzeugen können, weil sie eben den gesellschaftlichen Nutzen dahinter nicht sehen. Also von daher glaube ich, können wir das nur diskutieren, wenn erstmal anerkannt ist, okay, dieses System offeriert beispielsweise Bankzugang für viele Millionen Leute, die ansonsten keinen Bankzugang haben. Dieses System offeriert ein wertstabileres Geld. Dieses System kann langfristig gesehen, und da spreche ich auch gerne wieder von dieser Utopie, ein gerechteres Geldsystem darstellen. Also das muss dann erstmal die Basis dafür sein, weil, und das muss man anerkennen, wenn man eben so ein System haben will, was zensurresistent funktioniert, wo sich jeder einfach anschließen kann, ohne die EZB oder eine Stiftung um Erlaubnis zu fragen. Wenn sich jeder dem anschließen können soll und dadurch eigene Arbeitsleistung drin teilnehmen können soll, dann funktioniert es eigentlich nur über den Energiebedarf. Ne? Weil also man steckt auf der einen Seite Energie rein. Und wenn das Interesse an diesem Netzwerk und dem Geld wächst, dann wird auch dieser Energiebedarf, der da reingesteckt wird, immer größer werden, so die Annahme. Und das kann man jetzt eben schon sehen, dass wir auf einem Level sind, wo Bitcoin einfach viel Energie verbraucht. Aber da würde ich jetzt sagen, das muss ja per se erstmal nichts Schlechtes sein, wenn man dem eben einen gesellschaftlichen Nutzen gegenüberstellen kann. Das heißt also, die Geldautomaten weltweit verbrauchen auch eine Menge Strom. Ja, ich bin nicht so wirklich Freund von solchen Themen, weil das schon immer sehr so nach Whataboutism aussieht. Ne? Also man könnte jetzt natürlich auch hingehen und sagen, Bitcoin verbraucht nicht mal so viel Strom wie, keine Ahnung, das Internet. Oder man kann das vergleichen mit YouTube, man kann das vergleichen immer welches Ergebnis du haben willst. Mit Weihnachtsbeleuchtung oder Waschmaschinen. Ne? Ja. Von daher glaube ich, macht dieser Vergleich erstmal schon keinen Sinn, weil es gibt einen Teil der Weltbevölkerung, die findet es ganz gut, einen Wäschetrockner laufen zu lassen und trotzdem gehe ich nicht hin und sage, ich will, dass die Regierung der Welt Wäschetrockner verbieten, weil dann sparen wir den Strom ein, den wir an anderer Stelle für Bitcoin nutzen können. Ja. Also ich glaube, das führt uns in der Debatte darüber nicht weiter. Mhm. Und das Argument, dass Miner sich das nicht mehr leisten können und das System dadurch in irgendeiner Art und Weise wackelig werden könnte, um es mal ein bisschen platt auszudrücken. Also an der Stelle sind wir eigentlich dann auch schon bei dem Thema, wo ich glaube, wenn man sich dafür offen gemacht hat, das jetzt einfach mal, ich sag mal, ideologieloser, wie wir das hier in Deutschland gerne tun, zu betrachten, dann kann man vielleicht sogar auch ganz spannende Aspekte entdecken und sehen, wie Bitcoin beispielsweise incentiviert, dass wir in Zukunft eher auf regenerative Energiequellen setzen. Nicht nur, weil Leute denken, okay, das ist jetzt irgendwie die cleanere Quelle, sondern einfach, weil sie langfristig die günstigste ist. Ne? Also oftmals wird Bitcoin, das muss man auch eingestehen, aktuell in Kasachstan, in China und so weiterhin noch über Kohleverstromung gemeint. Nichtsdestotrotz funktioniert das nur günstig als Energiequelle, weil es staatlich subventioniert ist. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, was denn
günstiger Strom ist oder was die Vorbedingung dafür ist, dann ist es halt eben, dass er regenerativ ist, dass wir halt nicht irgendwie erstmal was aus dem Boden holen müssen, um es dann zu verbrennen und die Wärme dessen dann wieder in Form von Elektrizität nutzen, sondern dann ist es so, dass der günstige Strom eigentlich der ist, der entweder gar nicht abgenommen wird, ne? Weil also Bitcoin könnte ich jetzt an allen Orten der Welt meinen, wo beispielsweise ja zu viel Strom da ist, so dass das Netz den gar nicht mehr aufnehmen kann. Auch hier in Deutschland haben wir ja die absurde Situation, dass wir beispielsweise durch die Netzentgelte und Energieumlage auch Situationen quasi bezahlen als Endverbraucher, wo Windkraftanlagen Betreiber oder auch Solarparkbetreiber abriegeln und den Strom nicht ins Netz einspeisen können, einfach weil zu viel Strom im System ist. Und das ist auch, es klingt wirklich absurd, muss man sagen, gerade jetzt bei den Preisen, die wir hier haben. Genau, aber wir als Verbraucher legen ja diesen Teil noch oben drauf, ja. Ne? Weil das Stromnetz kann nur eine gewisse Spannung abhaben und wenn einfach mal richtig toll Sommer ist, dann und die Sonne scheint, dann ja, ist zu viel Energie da, muss abgeriegelt werden, weil ansonsten wäre das Netz auch wieder instabil. So, und jetzt müssen wir den Betreibern dieser Solarparks beispielsweise Geld dafür geben, dass sie halt eben gerade das Geld ansonsten nicht bekommen. So, was wäre denn, wenn wir jetzt diesen Teil so kostenmäßig für uns als Verbraucher runternehmen könnten und die Betreiber haben trotzdem ihr Geld, das Netz wird nicht überlastet, weil bevor sie einspeisen an diesem Einspeisepunkt, da steht ein Bitcoin-Miner und den kann man an- und ausmachen. Mhm. Oder ein großer Park von Bitcoin-Minern. Die Dinger kann man in Containern aufbauen, hinstellen und relativ schnell und effizient auf an- oder ausstellen. Man kann sie hoch und runter regeln. Das ist eigentlich eine Win-Win-Situation, weil wir als Verbraucher müssen nicht mehr subventionierend obendrauf zahlen. Der Betreiber hätte trotzdem sein Geld und das Netz ist nicht überlastet. Technische Nerd-Zwischenfrage. Also ginge das wirklich so? Ich meine, könnte man damit überhaupt was anfangen, dass jetzt plötzlich, wir schalten jetzt mal hier noch irrsinnig viel Rechenkapazität dazu, aber könnte man damit überhaupt irgendwas anfangen? Womit also du meinst, anfangen? Ob das überhaupt Sinn macht? Ja, ob das für die Blockchain überhaupt Sinn macht, irgendwie plötzlich viel mehr Rechenleistung zu haben? Die Blockchain also wird an sich, die wirklich auch immer gebraucht? Ne, die Blockchain an sich interessiert sich nicht dafür, sondern es ist halt an der Stelle so, jemand, also nehmen wir jetzt mal diesen Containerbetreiber, ja, der sich dazu entscheidet, okay, das hier sehe ich eine Opportunity für mich, irgendwie Geld zu machen, indem ich mich da quasi zwischen Solarpark und Stromnetz positioniere. Und immer wenn überschüssige Energie da ist, die ansonsten nicht eingespeist werden könnte, die nehme ich ab. Hab damit einen günstigen Preis, weil das kann man dann eben halt als Überschuss günstig anbieten. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, mit dieser Energie quasi Lotterie zu spielen und damit halt Geld zu verdienen. Das, was wir zu Anfang hatten, dieses, genau, ob es dir gelingt, da so einen Block zu erwischen. Genau. Ja, aber ich meine, in so einer Intensität, also dass man wirklich richtig plötzlich viel mehr Rechenleistung zur Verfügung steht. Also braucht man die überhaupt? Also ich meine, kann man die quasi auf Vorrat dann, also es geht ja, dann letztlich so eine, um so wie als ob so eine Art Energiespeicher wäre. Aber kann man das dann nach und nach dann diese Hash-Ergebnisse nach und nach freigeben? Nee, auf Vorrat ist das nicht. Das ja, ist eben, quasi das immer in dem Moment. Und das ist quasi die sogenannte Hash-Rate. Das hattest du ja vorhin auch schon gesagt. Also letztendlich die Kapazität an Rechenleistung, die im Netzwerk gerade zur Verfügung steht, um das Netzwerk abzusichern. Mhm. So, und jetzt habe ich eben ja schon gesagt, wie könnte Bitcoin quasi regenerative Energien incentivieren? Also jetzt habe ich so ein Beispiel genannt, wo man quasi auch selbst hier in Deutschland an Ort und Stelle mit, also im bestehenden System, die Möglichkeit hätte, das System halt zu verbessern, effizienter zu gestalten. Gucken wir uns mal an, Situationen, wo beispielsweise, keine Ahnung, also ich kann so einen Mining-Container hinstellen, wo ich will. Ne? Das heißt, ich könnte den auch an entlegene Orte der Welt bringen, wo Sonne scheint,
Wind bläst, Wasserenergie zur Verfügung ist, wo sich die Erschließung dieser Energiequellen aber nicht lohnt, weil einfach kein Abnehmer in der Nähe ist. Das heißt, selbst in solchen Situationen würde plötzlich ein ökonomischer Anreiz über die zu meinenden Bitcoins entstehen, solche Orte zu erschließen und damit gegebenenfalls die Vorleistung zu machen, die sich heute einfach nicht lohnt, weil, ja, also ich kann einen Solarpark dahin bauen, aber wenn ich beispielsweise keinen Abnehmer da habe, dann verdiene ich mit dem Strom halt nichts. Und plötzlich hätte ich durch Bitcoin einen Abnehmer, der immer da ist. Das, am Ende ist es auch wieder nur dann ein komplettes Umdenken. Also auch ja, es ist, ich würde sagen, es ist noch nicht mal großartig ein Umdenken, sondern es ist erstmal der Wille dazu. Also wenn ich jetzt hier aus deutscher Brille da mal drauf gucke, dieses Thema hatten wir ja eben auch schon gesagt, das ist ideologisch so verhasst und mit so vielen Vorurteilen belegt, dass man da noch nicht für solche Dinge, wo man zugegebenermaßen um zwei oder drei Ecken erstmal denken muss, aber dafür ist man noch nicht mal offen. Und meine Hoffnung wäre, dass wir von dieser sehr moralisierten oder ideologisierten Sicht auf diese ganzen Themen wegkommen, sodass wir das rationaler einfach mal anschauen können. Und es gibt Beispiele dafür. Also zum Beispiel gibt es hier in Deutschland einen Mittelständler, der genau diese Themen gerade beackert. Ne? Also die haben auch große Solaranlage auf dem Dach. Und am Wochenende, wo die Produktion von dem eigentlichen Kerngeschäft halt stillsteht, haben sie halt auch den Überschussstrom zur Verfügung und experimentieren da gerade einfach sehr viel rum, was sie dann halt in Form von Bitcoin-Mining A direkt in monetäres Gut, nämlich eben frische Satoshis, umwandeln können, aber wie sie im nächsten Schritt beispielsweise auch die Abwärme der Bitcoin-Miner nutzen können, um das als Prozesswärme in eben ihrem Kerngeschäft eigentlich einzubinden. Und das sind für mich sehr, sehr spannende Fragen, auf die man aber erst kommt, wenn man so eine generelle Offenheit zu diesem Thema mitbringt. Ne? Und da sehe ich uns hier in Deutschland leider gerade noch sehr weit weg von. Dafür gibt es ja aber Menschen wie dich, die also ja auch versuchen, jetzt über Öffentlichkeitsarbeit und mit dem, was du da initiierst, ja, Menschen darüber zu informieren, dass es am Ende nur funktioniert, wenn möglichst viele eben mitmachen und dadurch ja einen Druck aufbauen. Druck aufbauen? Naja, ein Druck, in dem es einfach, also das ist ja immer so, wenn plötzlich viele Menschen etwas anders machen als bisher, muss sich ja das andere irgendwie anpassen, beziehungsweise muss dort neue Formen finden und zu einer Kooperation finden. Ich finde den Punkt beispielsweise auch sehr gut. Also das ist sowas, was ich Kritikern, die eben sehr ideologisiert da drauf gucken, gerne auch vorhalte, weil für mich ist Bitcoin ja auch nichts, was quasi das bestehende System einreißt. Also es trägt nicht zur Destruktion dessen bei, sondern es ist für mich mehr so ein, ja, dieses Rettungsboot oder diese Alternative, die friedlich daneben her schwimmt und Leute können da halt rüber. Sie müssen es aber auch nicht. Niemand wird dazu gezwungen, jetzt mal die Spieltheorie am Ende dann, wenn das in Fahrt gekommen ist, mal außen vor gelassen. So, und der Punkt, auf den ich hinaus wollte, ist, dass selbst Kritiker eigentlich anerkennen müssen, dass Bitcoin in dieser Funktion als Alternative ein Regulativ oder auch so eine Art Ventil dafür darstellt, dass das bestehende System halt nicht komplett freidrehen kann. Weil in dem Maße, wo beispielsweise Inflation galoppiert, werden sich Leute nach Alternativen umsehen. Und wenn es diese Alternativen nicht gibt, dann ist es für die EZB, die Fed etc. total leicht, dieses ungerechte Spiel zu betreiben. Aber wenn es diese Alternativen in Form des, wie es Christine Lagarde als Notausgang bezeichnet hat, wenn es diese Alternativen gibt, dann werden sich die Leute im bestehenden System doppelt und dreifach überlegen, ob sie Alternativen wie zum Beispiel Bitcoin nicht durch ihre Aktionen aktiv den Weg bereiten wollen. Ja.
Wie sieht so ein Tag in deinem Leben aus? Du beschäftigst dich ja nahezu rund um die Uhr mit. Also wie muss ich mir das vorstellen? Du stehst um 12 Uhr auf, du schaust erstmal nach deinen Satoshis und dem Kurs, ob noch alles da ist. Und wie zahlt Dennis Reimann Miete? Oder wenn du ein Auto liest, wie machst du das? Ist schon alles in Bitcoin oder? Also ich denke schon viel in Bitcoin bepreist nach. Das funktioniert mittlerweile ganz gut. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich beispielsweise für meine Arbeit die Rechnung, auch um es weniger problematisch mit dem Finanzamt zu haben, in Euro denominiert oder in Dollar denominiert, also in Fiat-Währung denominiert habe. Ne? Wobei ich muss sagen, ich habe schon lange keine Euro-Rechnung mehr rausgeschickt. Das Witzige an meiner Situation ist, also ich arbeite an einem Open-Source-Projekt, was quasi so ein Bitcoin-Zahlungsdienstleister darstellt. Also jeder kann sich dieses Projekt installieren und hat dann quasi sein kleines Bitcoin-PayPal, sage ich mal, mit allem, was da dran hängt. Also das gibt es schon. Das gibt es. Das ist ein Projekt, was mittlerweile auch seit 5 Jahren läuft und wo ich nach einem Jahr mit eingestiegen bin, habe da angefangen zu helfen, habe da damals noch nicht mal irgendwie Vollzeit dran gearbeitet, sondern einfach nur aus Interesse so ein bisschen mit reingearbeitet. Und mittlerweile ist das etwas, wo ich, wie gesagt, auch Rechnungen stellen kann, die dann in Dollar denominiert sind. Und das Witzige an meiner Situation ist eigentlich, dass ich diese Rechnung in Dollar stelle, sie in Bitcoin bezahlt bekomme, aber das Finanzamt eigentlich nur an Euro interessiert ist, was in dieser Rechnung bisher erstmal gar keine Rolle spielt. Und das heißt, das muss dann auch nochmal extra aufgeschlüsselt werden. Genau, da muss man durch so ein paar Hürden springen. Da braucht man einen Steuerberater, der ein bisschen fit ist, um das einmal eben durchzukaspern, weil seitens des Finanzamts ist dieser Prozess noch nicht glasklar beschrieben, aber es gibt zumindest Richtlinien, an die man sich halten kann. Und wenn man das Ganze so einigermaßen mit nach bestem Wissen und Gewissen macht, dann kommt man da auch ganz gut durch. Und das ist jetzt was für mich seit 3 Jahren funktioniert. Und ja, finde ich auch ganz gut, weil dieses Ding, da mag man sagen, okay, das ist jetzt sehr, sehr idealistisch, aber so bin ich halt, dem Fiat-System den Rücken zu kehren und auch diese ganze Volatilität, also die Preisschwankung auf die eigene Kappe zu nehmen, das war mir von vornherein durchaus ein Anliegen, als ich verstanden habe, womit ich es hier zu tun habe. Und ich wollte nicht nur irgendwie ja in der Theorie mir das angucken oder mal schauen, was da so los ist, sondern ich wollte aktiv Teil dessen sein. Und ja. Zahlst du denn, wenn du essen gehst? Also es gibt ja schon einige Möglichkeiten, mit Bitcoin zu bezahlen. Aber zahlst du dann mit Bitcoin, wenn es diese Möglichkeit gibt, konsequent? Genau, also wenn... Oder andersrum, gehst du sogar nur dahin, wo du mit Bitcoin bezahlen kannst? Leider geht Letzteres noch nicht. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, mit Bitcoin zu bezahlen, dann mache ich das gerne. Und ich würde sagen, ich suche auch gerne aktiv eben die Plätze aus, wo ich mit Bitcoin zahlen kann. Das muss man sich eingestehen, das ist aktuell leider noch nicht ganz so viel. Das wird trotzdem, würde ich sagen, tagtäglich irgendwie ein bisschen mehr. Vielleicht auch dieser Entwicklung geschuldet, die wir unsererseits hier in Deutschland auch mit angestoßen haben. Da kann ich nachher nochmal drauf eingehen. Aber also mir ist es tatsächlich auch ein Anliegen, mit Bitcoin zu zahlen. Also ich bin nicht jemand, der auf seinen Satoshis hockt, sondern ich bringe sie auch gerne in Umlauf, weil ich glaube, diese Utopie, von der ich eben erzählt habe, die werden wir am Ende nur erreichen können, wenn Leute halt auch mehr hinter Bitcoin sehen als ich will schnell reich werden, sondern dann brauchen wir eben so etwas wie eine funktionierende Kreislaufwirtschaft. Leute müssen bereit sein, auch anderen Leuten ihre Arbeit in besserem, gesunderem Geld zu vergüten. Und da bin ich gerne bereit, meinerseits irgendwie auch den Anstoß zu leisten. Das heißt, du blendest das aber schon, oder was heißt ausblenden, ist jetzt so negativ formuliert, aber ich stelle mir jetzt gerade vor, du kaufst irgendwas jetzt für einen Bitcoin, um es mal einfach zu rechnen, und der steigt, keine Ahnung, jetzt in 5 Jahren auf $300,000 an, dann hast du ja das Zehnfache bezahlt von dem, was du eigentlich hättest bezahlen müssen. Oder ist das, was du meinst, wenn du sagst, das verändert sich so bei dir, dass du schon gar nicht mehr in diesen anderen Fiat-Währungen rechnest? Ja, ich würde
würde ich so sagen. Also natürlich könnte ich jetzt hingehen und sagen, ich will da drauf sitzen und keine Ahnung, gebe dann irgendwie die Euro-Restbestände aus. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, in Bitcoin zu zahlen, dann mache ich das gerne auch konsequent. Einfach, wie gesagt, um diesen Anschub zu leisten und auch anderen zu zeigen, das ist mehr als irgendwie nur ein hippes Anlageobjekt. Und ich glaube auch überhaupt, dieses ganze Thema, das funktioniert in unserem gedanklichen Modell hier in Europa oder auch der westlichen Welt, funktioniert das nur so als Anlageobjekt. Ne? Also wir haben die privilegierte Situation, dass wir uns noch aussuchen können, ob wir eben unseren Euro-Shitcoin lieber loswerden wollen oder mit Bitcoins zahlen. Aber in anderen Ländern, wo Inflation grassiert und so, da sind diese Themen halt viel nahbarer, auch bei den Leuten. Und also ich bin gerne bereit, in Bitcoin zu zahlen und ich nehme das auch in Kauf, dass das so ist, weil vielleicht ist auch das noch so ein Stück weit zu idealistisch, weil klar, also selbst ich rechne mir ja auch aus, dass wenn das alles so funktioniert, wie ich das hier schildere, dann werden zwangsläufig die Coins, die ich heute ausgebe, wesentlich mehr wert sein. Und dann kann man drauf gucken, okay, das war jetzt vielleicht eine schmerzhafte Erfahrung, aber wenn man das bewusst eingeht und weiß, damit tut man was Gutes für die Sache, an die man glaubt, dann tut das, finde ich, nicht mehr ganz so weh. Es gibt ja auch dieses Beispiel, da wird eine Pizza mit 10 Bitcoin bezahlt, ja, und umgerechnet werden das heute 300 oder ich weiß nicht, wie wo er genau steht, aber irgendwas um die $30,000, glaube ich, im Moment. Werden $300,000 für eine Pizza. Also derjenige, ja, hat eine teure Pizza gegessen. Aber gut, das ist die Kunst wahrscheinlich tatsächlich. Das ist ja so, ich weiß nicht, das ist aber so schwierig, weil selbst ich mich heute teilweise noch dabei erwische, dass ich manchmal noch in D-Mark umrechne. Ja, also, das ist ein gutes Beispiel. Ja, aber genau, ist so. Das ist ein gutes Beispiel, weil das macht den Quark daran auch so deutlich. Genau, weil es gibt die D-Mark eben nicht mehr. Nee, natürlich nicht. Aber ja, wenn ich diesen Parkhausbetrag 14 Euro, das sind 30 D-Mark, dann stelle ich mir mal, was meine Oma dazu gesagt hätte, wenn sie für 4 Stunden parken 30 D-Mark bezahlt hätte. Also das bin ich bis heute nicht ganz losgeworden. Was machst denn du da um? Also du lebst das halt so intensiv, dass du dich da selbst umprogrammierst, oder wie muss ich mir das vorstellen? Meditierst du auch dazu? Weil du das gerade sagst mit diesem Umprogrammieren, das ist so ein Thema, da könnten wir auch reingehen, weil ich glaube, das ist auch was, das geht nicht nur mir so, sondern ich erlebe das auch in Gesprächen mit vielen anderen Leuten, dass sie sagen, Bitcoin hat sie auf einer sehr essentiellen Ebene geändert, oder viele Leute sagen auch, Bitcoin hat mich gefixt, so was das angeht. Da steckt auch wieder ganz viel drin. Was heißt, ne? Weil, das gefixt? Schon auf einer tiefer gehenden Ebene verändert, vielleicht auch vor allem durch diese Auseinandersetzung mit einem Geld. Und wie gesagt, wenn man Geld erstmal verstanden hat und weiß, was für ein gesellschaftlich wichtiges Instrument das ist, dann sieht man auch, wie beispielsweise ein inflationäres Geld dazu führt, dass man anders über Dinge nachdenkt, beispielsweise Kaufentscheidungen, als wenn man ein deflationäres Geld hat. Ne? Also wir können den Bereich ja mal gerne kurz aufmachen. Ja, das ist ein interessanter Gedanke, dass du sagst, nee, das gebe ich jetzt nicht dafür aus, weil da ist mir es mehr wert, den Bitcoin zu behalten. Meinst du das so? Nee, ich meine das vielmehr so, also gesellschaftlich ist es ja so, auch das läuft nach Anreizen, dass wenn du ein inflationierendes Geld hast und ganz genau weißt, diese 10 Euro sind nächstes Jahr nicht mehr so viel wert wie jetzt in Kaufkraft gemessen, dann bist du incentiviert oder angereizt, dein Geld heute loszuwerden. Das, was wir in dieser Konsumermentalität gerade halt sehen. Das hat nicht nur im Kleinen Folgen, wie zum Beispiel, ich kaufe mir heute lieber Klamotten oder was weiß ich, oder ich kaufe mir heute lieber das Auto, sondern das potenziert sich in alle möglichen Bereiche. Also wenn du das einmal gesehen hast, dann kannst du das nicht entsehen. Also du wirst diese Gedanken nicht mehr los. Das heißt, es kurbelt massiv den Konsum an. Richtig, genau. So, wohingegen, wenn du ein deflationäres Geldsystem hast, bei dem Sparen incentiviert wird, dann
landest du langfristig mit all den Effekten, wo ich gerade gesagt habe, das kannst du nicht entsehen, also das kannst du nicht ungesehen machen, landest du gesellschaftlich bei einem ganz anderen Modell, ganz anderer Motivation und ganz anderen Werten, die Leute auch haben, transportieren und leben, weil sie wieder langfristiger denken können. Ne? Also heutzutage durch unser inflationäres Geldsystem wird kurzfristiges Denken incentiviert. Das steckt in uns allen drin, selbst wenn wir uns davon irgendwie vielleicht sogar versuchen, frei zu machen und rational daran gehen wollen. Wir können uns nicht dem entziehen, dass unser Geldsystem es attraktiv macht, unser Geld lieber heute als morgen auszugeben. Das heißt, das hat auch was damit zu tun, weg von der Wegwerfgesellschaft? Das steckt da zwangsläufig mit drin, ja. Das ist einer der Effekte, die ich eben meinte, bei denen, wenn du sie verstanden hast, sie ganz intrinsisch halt rational wieder funktionieren. Also heutzutage ist es rational, das Geld, wie gesagt, lieber heute als morgen auszugeben, wohingegen in einem deflationären Geldstandard es incentiviert wird, zu sparen und nachhaltiger zu konsumieren. Das heißt, auch der Hersteller müsste sich bemühen, die Geräte besser zu bauen. Definitiv, weil jeder, der seine Satoshis ausgibt, wird sich zweimal überlegen, ob dieses Produkt, die Dienstleistung, die Ware, die ich dafür erwerbe, das denn wert ist, weil nächste Woche könnten meine Satoshis schon mehr wert sein. Der Kritiker wird jetzt sagen, aber dann gehen ja ganz viele Arbeitsplätze verloren. Wir werden die Bullshit-Arbeitsplätze verlieren. Wir werden all die Wertschöpfung verlieren, die halt auf diesem inflationierenden Geldsystem beruht. Und wir werden all das erhalten, fördern und ausbauen, was wieder Arbeitsleistung rewarded. Also wo man davon was hat, ehrliche Arbeit zu tun, gute Produkte herzustellen, seine Zeit nicht irgendwie für Bullshit-Geld zu opfern. Das hat fast, wenn du das so erzählst, eine spirituelle das Dimension. Das ist definitiv so, klar. Deshalb sagen viele Leute auch, Bitcoin hat mich gefixt und deshalb sagen, oder ich habe vorhin ja auch gesagt, ich kam wegen diesem Geldaspekt dahin. Vergiss es. Also ich wäre nach 5 Jahren hier nicht, wenn Geld für mich weiterhin diese Rolle spielen würde. Weil, also ich habe dann ja auch vor gut 3 Jahren den Schritt gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich hänge meinen bisherigen Job quasi an den Nagel. Also Entschuldigung, behalt den Gedanken, aber ich muss einmal dazwischen, weil ich spüre es förmlich, wie in der Community der Gedanke jetzt hochschießt, ja, woran liegt denn das, hat er so viel? Nee, lass mich, genau darauf wollte ich nämlich gerade eingehen. Okay. Also, wenn es mir ums Geld gehen würde, sei es in Euro bemessen oder mehr Bitcoins zu haben. Das Simpelste, was ich hätte machen können, ist meinen eigenen Job, den ich bis dato hatte, Softwareentwicklung für Kunden, Beratungsarbeit, Auftragsgeschäft, das hätte ich einfach weitermachen können. Ich habe sehr gutes Geld verdient. Und ich hätte von dem Geld, was ich da verdient habe, mir Bitcoins kaufen können. Unterm Strich wäre ich da locker mit 2/3 mehr Bitcoins rausgekommen, weil der Schritt, den ich stattdessen gemacht habe, war zu sagen, okay, ich will jetzt die nächsten 10 Jahre nicht mehr das machen, was ich die letzten 10 Jahre gemacht habe. Ich will wieder Arbeit machen, auf die ich stolz bin, an die ich glaube, wo ich intrinsisch motiviert bin und hinter der ich einen Sinn sehe. Und den Schritt, den ich dafür machen musste, war quasi aus meinem bisherigen Geschäft rauszugehen, Richtung Open-Source-Entwicklung, in dem Fall halt dieses Projekt BTC Pay Server, von dem ich eben erzählt habe. Und die konnten anfangs nicht zahlen. Dann bin ich halt runter. Ne? Ich habe nicht mehr meine irgendwie 5-stelligen Beträge im Monat verdient, sondern halt nur noch irgendwie 1/3 davon. Und das war jetzt 3 Jahre lang erstmal so. Also da kann man relativ klar die Rechnung aufmachen, dass es mir nicht ums Monetäre an sich geht. Und demgegenüber um vielleicht auch nochmal diesen Bogen Richtung spirituelle Aspekte davon zu schlagen. Ich muss sagen, es war die beste Entscheidung meines Lebens. Also ich stehe morgens auf, ich bin mega motiviert, ich setze mich gerne an den Rechner. Meine Frau kann ein Lied davon singen. Ich habe nicht nur dieses Projekt BTC Pay Server, an dem ich tagtäglich mit großer Leidenschaft selbst am Wochenende arbeite, an das ich glaube, wo ich glaube, auch einen Teil bessere Gesellschaften mit
im praktischen Sinne erzeugen zu können, weil das richtet sich an Leute, die Bitcoin akzeptieren wollen, also in ihrem Geschäft beispielsweise Waren verkaufen und Bitcoin haben wollen, Buchführung etc. hängt da alles dran. Und ja, also ich würde das nicht eintauschen wollen. Das war, wie gesagt, die beste Entscheidung meines Lebens. Und ähnliche Stories hörst du von ganz vielen Leuten aus dieser Community. Genau, und jetzt fällt mir auch wieder ein, was der nächste Punkt war, auf den ich noch hinaus wollte, weil ich mache nicht nur die Softwareentwicklung da, sondern bin auch Teil eben von 21, was so eine, ich sag mal, deutschsprachige Community für Bitcoin-Aufklärung und solche Dinge ist. Ja, ein Podcast und, auch. Genau, mhm. Das hat mal als Podcast angefangen. Und ja, mittlerweile ist das so eine Art Community-Plattform geworden, wo eben ganz viele Leute, also deshalb bin ich auch mit diesen Leuten im Austausch und würde sagen, da gibt es halt echt viele Leute, die ähnliche Stories, wie ich die erzählen können. Ne? Wo kommt denn dann dieses Image her, dass Bitcoin so ein, ja, das Waffengeschäfte und Drogen und also es wird ja, in der, obwohl es ist weniger geworden. Ja, also es war 2017 noch viel extremer, ist zumindest nur meine Wahrnehmung, ist ja immer nur eine Perspektive, ja, aber es ist weniger geworden. Aber dieses Image ist ja trotzdem bei vielen doch irgendwie auch noch da, das ist so Darknet-Geld. Ja, ich auch da, Stichwort eine Perspektive, ich glaube, man darf nicht den Fehler begehen, hier aus, wie gesagt, der deutschen, sehr ideologisierten Brille da drauf zu gucken, weil auch das ist quasi ein Geschenk, wenn man in so einem Open-Source-Projekt mit Kollegen aus aller Welt zu tun hat. Man kann auch andere Blinkwinkel einnehmen und sehen, wie an anderen Orten der Welt über dieses Thema nachgedacht wird. Und ich glaube, wir in Deutschland haben da schon einen sehr gefärbten Blick drauf, der uns da nicht rational und objektiv drauf schauen lässt. Mhm. Na, also das geht auch damit einher, dass halt einfach die Berichterstattung sehr tendenziös ist und ja, also ich sehe. Ja, du bist ja das beste Beispiel dafür. Du bist das, also als ich dich kennengelernt habe, wie lange ist das jetzt her? 3 Monate ungefähr, mhm, als wir das erste Mal miteinander gesprochen haben. Du bist so ein Gesicht für mich für Bitcoin, wo ich einfach so sage, diese Verbindung aus dem spirituellen Aspekt eben und auch dieser Frage, wie wollen wir in Zukunft leben, bist du einfach auch so, wie du ja rüberkommst und wie du sprichst und also deine Begeisterung wirklich auch so ein gutes Beispiel dafür, die anderen Lügen zu strafen, die sagen, das ist irgendwie Schmuddelgeld oder beziehungsweise das ist nur für, das wird für Verbrechen benutzt und so weiter und so fort. Also danke, höre ich gern. Ja, also höre ich auch gerne, vor allem, weil das so ein bisschen auch Bestätigung für diese Arbeit ist, die wir da machen. Also gibt auch Leute in der Community, die nicht gerne ihr Gesicht hinhalten. Und ich glaube auch, das ja, muss man irgendwie auch so ein bisschen wollen. Also ich reiß mich da jetzt nicht drum, hier zu sitzen. Ich bin aber auf der anderen Seite gerne hier, wenn ja, einem so eine Plattform geboten wird, das halt erstmal wertneutral und durchaus auch mit Fragen gechallenged zu betrachten. Aber wenn jetzt da jemand einem gegenüber sitzen würde, der das offen als Energieverschwendung, wie auch immer, bezeichnen würde und eben nicht dafür bereit ist. Also destruktiv ist. Genau, destruktiv ist, nicht bereit ist, den gesellschaftlichen Mehrwert zu sehen, dann glaube ich, braucht man diese Diskussionen auch gar nicht führen. Also insofern auch da nochmal vielen Dank für diese Plattform, ne? Also offen über dieses Thema reden zu können. Ja, das ist ja die Idee in der Fair Talk, weil wir einfach sagen, wir müssen irgendwie neue Lösungen schaffen, ja, für eine bessere Welt. Und auch wenn das so klischeemäßig bessere Welt, wo alle wollen irgendwie eine bessere Welt, aber wir suchen halt auch nach Menschen, so wie du einer bist, der eben ein konkretes Beispiel darstellt, ja, für das, was du sagst, weil das ist so, da gehe ich sofort mit in Resonanz, wenn mir jemand sagt, und das sehe ich und fühle ich auch, obwohl wir uns jetzt nicht persönlich, außer der 3 Male, einmal per Zoom und einmal jetzt in Düsseldorf und jetzt heute getroffen haben, das fühle ich einfach, dass
authentisch ist und dass das, ja, du erzählst da keine Marketinggeschichte, sondern das ist irgendwie so ein Teil von der neuen Welt, wie, glaube ich, die meisten Menschen eigentlich gerne morgens aufstehen würden, nämlich hochmotiviert, Bock auf das, was sie machen, was Neues irgendwie in die Welt bringen, daran arbeiten, es für andere Menschen besser zu machen und raus aus dieser furchtbaren Ellenbogen, wir hauen uns gegenseitig auf die Schnauze, Gesellschaft, und es gibt immer nur einen, der am Ende gewinnt und die meisten leiden einfach nur. Ja, ich könnte ich zu 100% unterstreichen. Also mir ist es auch nicht mal ein Anliegen, das habe ich in der Auf Augenhöhe-Sendung ja auch gesagt, jetzt hier irgendwie Marketing für Bitcoin zu machen, sondern für mich ist das halt so ein Ding, ich habe für mich persönlich, meine ich, da etwas gefunden, wo ich selbst nach 5 Jahren jetzt sagen würde, okay, da sehe ich großes Potenzial drin, einfach nicht nur für mich, sondern auch gesellschaftlich was zu bewegen. Ich habe in diesen 5 Jahren genügend Leute getroffen, die Ähnliches berichten und ich sehe einfach, jetzt mal losgelöst von Bitcoin, einfach auch wie, ja, was für eine Form von Zufriedenheit es Leuten auch geben kann, wenn sie etwas haben, woran sie glauben und das mit ihrer täglichen Arbeit verbinden können. Weil, seien wir mal ehrlich, also viele Leute, die sind vielleicht auch, ja, fühlen sich leer oder auch dem, was da gerade los ist, ausgeliefert, weil sie wenig Hoffnung und Perspektiven gerade sehen, von außen mit Angst bombardiert werden. Und das ist was, wo ich sagen würde, also das habe ich in den letzten 3 Jahren trotz Corona kontinuierlich immer besser ablegen können, einfach weil ich Zuversicht aus dem schöpfe, was da ist. Und nochmal, das ist, kommt nicht nur daher, weil ich Zuversicht da für mich drin sehe, sondern weil ich meine, da ein System entdeckt zu haben, wo wir auf einem sehr, sehr grundlegenden Layer, nämlich dem Instrument Geld, gesellschaftlich einen radikalen Wandel voranbringen können. Und was dem Menschen sehr entspricht, nämlich in die Eigenverantwortung zu gehen, obwohl es genau das ist, was uns versucht wird abzutrainieren über dieses System, das wir aber irgendwie ja teilweise mit unserer Energie, nein, nicht nur teilweise, wir sind ja das System eben mittragen. Und da wieder zu der Entscheidung kommen müssen, jeder Einzelne, wann bin ich mal bereit, an einem Punkt was Neues auszuprobieren? Ja, ich finde dieses Thema Eigenverantwortung, da steckt für mich ganz viel drin. Also mir ist mal irgendwann aufgefallen, also die letzten 3 Jahre, sage ich mal, haben uns alle nicht unbewegt gelassen. Ne? Ihr habt Fairtalk gestartet, es war gesellschaftlich viel los. Ich will da jetzt gar nicht unbedingt noch näher reingehen. Aber was man oftmals auch feststellt, ist, dass Leute gerade einfach ja mies gelaunt sind und keine Zuversicht sehen. Und explizit das letzte halbe Jahr über habe ich bei mir festgestellt, also die 2020, 21, 22, das war echt eine harte und scheiß Zeit. Ich hatte da auch echt keine gute Zeit. Ich habe da sehr dunkle Stellen gesehen und bin aber jetzt, sage ich, dieses Jahr schon sehr optimistisch da rausgekommen. Und was mir da beispielsweise geholfen hat, und damit wollte ich jetzt nochmal auf dieses Thema Eigenverantwortung zugehen, war rauszufinden, dass immer, wenn man sich durch ein Thema, sei es, weil es seitens der Medien an einen rangetragen wird oder weil es im Umfeld eine größere Rolle spielt, immer wenn einen das triggert, also Angst macht, das ist ja gerade auch bei vielen Dingen so ein Ding, dann habe ich für mich festgestellt, habe ich da eigentlich noch eine Baustelle, an der ich noch nicht eigenverantwortlich genug bin, um mir sicher zu sein, dass ich das eigentlich bewältigen kann. Und diese kontinuierliche Auseinandersetzung damit, auch willens, dass man an diese Baustellen halt rangeht und zumindest den Teil, den man in Eigenverantwortung lösen kann, wo man sich weiterentwickeln kann, da finde ich, steckt sehr großes Potenzial für menschliche Entwicklung drin. Und ich glaube, da täten viele gut dran, wenn sie sich da halt für offen machen. Ne? Also nicht nur dann irgendwie zu sehen, das ist jetzt wieder ein Thema, da kann ich mich drüber beschweren, keine Ahnung, ich soll mir eine Wärmepumpe einbauen, das finde ich doof. Und aber da, also der Schuldige ist, im Außen am genau, Ende. Der Schuldige im Außen. Und eigentlich ist es ja letztendlich ganz oft Projektion. Und das letztendlich als Anker zu nehmen und zu sehen, so eigentlich habe ich da noch eine Baustelle, weil das triggert mich, das bewegt mich, das macht mir Angst. Und da zu gucken, was genau das ist und an genau diesen Stellen zu arbeiten, ich glaube, das bringt einen dahin, dass man dann langfristig, wenn man durch dieses Tal der Tränen da erstmal durch ist,
sehr positiv und offen auf Dinge gucken kann und wieder glücklich und zufrieden sein kann. Ja, es gibt ja auch diese Philosophie, hinter der größten Angst steckt dein größtes Potenzial. Ja. Aber das ist natürlich auch eine Überwindung und das ist auch vor allem ein Bewusstseinsprozess. Und das ist halt etwas, wie du es schon gesagt hast, ein Teil kann man da vielleicht alleine gehen, für einen anderen Teil brauchst du wieder Hilfe von außen. Aber wie auch immer, überhaupt zu erkennen, da loszugehen und sich da selber auch besser zu erkennen, kennenzulernen, zu erkunden und sich vor allem auch mit diesen Ängsten auseinanderzusetzen, ist natürlich ist ein Riesenpotenzial, was daraus erwächst, auch wenn das erstmal sehr unbequem erscheint. Aber die Belohnung dafür ist riesengroß am Ende. Also unsere Gesellschaft, die ist, glaube ich, mittlerweile in diesen Status erst reingerutscht, weil viel zu viele Leute es einfach bequem haben wollen. Das ist ja an sich auch erstmal nichts Verwerfliches. Ich gehe auch nicht gerne durch irgendeine Mühle durch. Nichtsdestotrotz muss uns aber auch bewusst sein, dass jeder Punkt, bei dem ich zunehmend Bequemlichkeit für mich einfordere, halt auch bedeutet, ich gebe damit wichtige Aspekte dessen ab. Ne? Ich kümmere mich um viele Teile nicht mehr. Und Bitcoin ist halt so ein Beispiel, wo man quasi, sag ich mal, aus der Komfortzone raus muss und radikaler Richtung Eigenverantwortung auch gedrängt wird. Und ich glaube, um da jetzt vielleicht nochmal wieder so ein bisschen auch rein zu zoomen, das ist halt ein Thema, wo Leute zum ersten Mal vielleicht ein bisschen auch daraus gedrängt werden aus dieser Komfortzone, wo sie dann aber merken, okay, wenn ich in die Eigenermächtigung gehe, das fühlt sich gut an. Da ist ein großes Potenzial. Weil die Eigenermächtigung halt auch was mit dem Sinn des Lebens zu tun hat. Genau. Des eigenen Lebens oder den Sinn. Also es gibt, da möchte ich nochmal kurz sagen, einfach weil das etwas, das habe auch ich irgendwie über die Jahre erst verstehen gelernt, dass es nicht nur den einen gibt, ja, sondern es gibt mehrere. Also das, was aus dem Herzen herauskommt, hat irgendwie immer was mit dem Sinn des Lebens zu tun. Also ich habe eine Zeit lang gedacht, es gibt nur diesen einen. Glaube ich heute nicht mehr. Ich glaube immer, wenn das Herz nach was schreit, hat das irgendwas mit dem Sinn zu tun, weil das Herz einfach, wenn es den Ton angibt, dazu führt, dass das Endergebnis das ist, dass du zwar ja so auch Gegenwind und anstrengende Zeiten und also man muss durch auch wirklich die dunkle Nacht der Seele, wie es so schön heißt, man muss da wirklich durch heftige Prozesse teilweise durch, aber dieses Ergebnis von das Gefühl zu haben, zu leben und also etwas Sinnhaftes beizutragen, das ist, glaube ich, genau der Punkt, oder? Ja, also viele Leute lernen dann beispielsweise anfangs die eigene Bank zu sein, das tut weh. Also das sind dann auch Verantwortlichkeiten, die damit einhergehen. Aber wenn sie diese Hürde gemeistert haben, dann sehen sie, okay, ich kann das ja. Ich kann irgendwie mich für Technik begeistern, obwohl ich eigentlich zwei linke Hände habe. Und ich habe viele Leute an diesem Thema wachsen sehen. Vor allem auch im Sinne von dann darüber hinaus, weg von Bitcoin, wo Leute gesehen haben, so, ey, okay, Eigenverantwortung, das ist eine coole Sache. Jetzt kümmere ich mich im nächsten Schritt hier um den Gemüsegarten, Permakultur oder was weiß ich was. Ne? Also auch das sind so Themen, wo Leute dann am Ende Storys erzählen, wo das die quasi wachgerüttelt hat. Mhm. Wo sie plötzlich auch wieder Ermächtigung gespürt haben und gesehen haben, okay, da ist was in mir drinne, das kann ich kultivieren. Ich muss nicht jeden Tag raus in den Garten gehen und das Unkraut gießen, metaphorisch dafür gesprochen, dass ich mich, keine Ahnung, von der Bildzeitung berieseln lasse und mich echauffiere und sonst nichts Konstruktives mit diesem Problem mache. Nein, ich kann auch diesen ganzen Dung, der da vor meiner Haustür abgeladen wird, nehmen und jetzt im Beet verteilen und mal sehen, dass ich daraus was Produktives zauber. Ja, und vor allem was mich erfüllt. Ja. Und da sind wir, du hast eben das Wort Bullshit-Jobs gesagt, das ist, glaube ich, genau der Punkt. Wenn das einmal so durchfühlt ist, dass das nicht mehr geht, also der Bullshit-Job in dem Sinne, dann bist du ja quasi dazu gezwungen, dich auf diesen anderen Weg auch einzulassen, weil du spürst einfach diesen Ruf nach dem, wofür du gerade zu dem Zeitpunkt hier bist. Und es hat auch, finde ich, ganz viel damit zu tun, dann könnte man jetzt noch fast viel philosophischer werden und die Ebene aufmachen und sagen, es ist irgendwie dann auch
weniger Angst vor dem Tod, wenn du die Dinge tust, die du immer tun wolltest. Also sprich, es ist auch nicht die Angst vorm Tod, sondern die Angst vorm ungelebten Leben. Also wofür nutzt du dein Leben? Und das Leben in der Komfortzone ist eben genau dieses Leben, ja, was das ist ein Leben im Stillstand, wo wir uns dann aber die Frage stellen müssen, wofür dann eigentlich? Richtig. Und du bist nicht nur darauf eingelassen, sondern ich würde auch die These aufstellen, dass wenn du einmal quasi den Nektar gekostet hast oder diese Tür aufgemacht hast, dann geht's nicht zurück. Ne? Und auch da würde ich durchaus sagen, das ist so scheiße, diese Jahre auch gewesen sein müssen. Gespräche, die ich jetzt im letzten halben Jahr geführt habe, die machen mir immer mehr auch klar, dass das vielleicht auch ein Prozess war, oder ich versuche es zumindest so positiv zu sehen, der für viele Leute diese Tür aufgetreten hat, weil ihnen bewusst geworden ist, okay, das ist hier radikalerer Wandel, als ich gedacht habe. Und ja, da muss ich selber ins Doing kommen. Das hat sich anfangs nicht toll angefühlt, aber all die Leute, die jetzt irgendwie in Eigenermächtigung gekommen sind oder da die Flamme in sich gespürt haben, wo sie merken, okay, da kann ich was tun, da habe ich Baustellen. Also wenn diese Tür einmal auf ist, da gehst du nicht wieder durch zurück. Nein. Das ist eine Einbahnstraße. Und das ist sehr schön, das selber zu fühlen und das auch bei anderen zu sehen. Also das gibt mir sehr viel. Das ist schon schön, auch Leute da begleiten zu können, weil man sie dann halt jetzt eben schon längere Zeit kennt, weiß, wie sie vor 2-3 Jahren noch drauf waren und jetzt sie quasi wachsen zu sehen. Ne? Hat sich an deinen Ängsten was verändert? Bist du weniger ängstlich heute? Ich glaube, ich war noch nie so richtig ängstlich. Das ist vielleicht auch beschönigend dafür gesagt, dass ich gerne auch einfach naiv bin. Also bei vielen Themen, wo Leute mir vorher gesagt haben, so, ey, nee, mach das nicht, lass da die Finger von oder sowas. Das hat das eigentlich für mich nur noch attraktiver gemacht, weil, also, keine Ahnung, für mich ist da immer so ein ganz gutes Beispiel die Selbstständigkeit. Ich habe mich damals selbstständig gemacht, als wir gerade unsere erste Tochter gekriegt hatten und Wirtschaftskrise war da und also es war so die Zeit 2009 und so und alle haben gesagt so, ey, lass da die Finger von, vor allem, weil ich das auch machen wollte, nicht nur, weil ich selbstständig sein wollte, sondern weil ich auch auf eine 4-Tage-Woche runter wollte. Also ich habe in der Elternzeit gemerkt, geil, mehr Zeit für Familie und Kind zu haben, ist eine gute Geschichte. Habe in der Firma, wo ich damals gearbeitet habe, die 4-Tage-Woche nicht gekriegt und habe dann gesagt, so okay, dann kündige ich jetzt und mache mich selbstständig. Und da haben alle gesagt, du spinnst. Du willst bei mindestens gleichem Geld irgendwie weniger arbeiten, willst dich selbstständig machen und mit all dem Kram, der da einhergeht, das wird nichts. Und die Leute habe ich Lügen gestraft und das war so das erste Mal, wo mir auch so richtig bewusst wurde, okay, wenn man sich auf sowas einlässt, dann muss man natürlich auch die Arbeit machen. Das erste Jahr war hart, aber ich habe trotzdem immer nur meine 4 Tage gearbeitet, habe das gleiche Geld verdient und das hat alles so gepasst, wie ich mir das vorgestellt habe. Also stand es 1-0 für mich und habe weitergemacht. Ja. Wenn wir jetzt mal den Bogen schließen zum Beginn des Gesprächs, ich versuche jetzt mal die richtige Reihenfolge der beiden Fragen, die ich noch an dich habe, Dennis, einzuhalten. Und zwar, damit wir mit dem Guten enden. Was wäre sozusagen in Bezug auf Bitcoin und deine Arbeit und all das, was du machst, was wäre das Worst-Case-Szenario? Ist daran das Gute, mit dem du enden möchtest? Ja, nein, ich habe ja gesagt zwei Fragen. Zwei Fragen. Und das ist aber danke, dass du nochmal nachfragst. Gut. Ja, genau. Wir enden in der Dystopie. Nein, also es kommt noch eine zweite Frage, aber dass die. Dennis kann auch schon erahnen, welche das ist. Ist nicht so schwierig. Aber ja, was wäre das Worst-Case-Szenario? Also was müsste passieren, dieses ganze Bitcoin-Verbot, also damit das Ding tot ist? Also ich glaube, ich kann da zumindest ein Stück weit das auch insofern entkräften, dass ich sagen würde, also hat man hoffentlich ja auch gemerkt, mir liegt es da nicht nur an dem monetären Teil, sondern ich
um auch da nochmal zu gerade eben ein bisschen anzuknüpfen, das war, die letzten 5 Jahre waren für mich da auch, sag ich mal, oder du hast es ja auch so bezeichnet, ein Stück weit eine spirituelle Reise. Also das hat mich sehr in Kontakt mit mir gebracht. Das hat mir sehr klar gemacht, was mir wichtig ist. Hat mich vielen gesellschaftlichen Themen gegenüber geöffnet, weil ich glaube, diese Auseinandersetzung mit dem Thema Geld, das bringt einen an vielen Ecken vorbei. Also deshalb ist es eben auch so ein wichtiges Instrument. Und insofern würde ich zumindest aus einer Perspektive der Lernerfahrung sagen, das war keine verschenkte Zeit. Also ich würde das niemals missen wollen. Das war, für mich waren das bisher die intensivsten 5 Jahre, die ich überhaupt so durchlebt habe. Und von daher glaube ich, wäre ich da grundsätzlich erstmal dankbar, egal was passiert. Also so kann ich da, glaube ich, drauf gucken. Und ja, ich meine, was kann Schlimmes passieren? Dass wir halt eben diese, nicht nur vielleicht nicht die Utopie verwirklichen, von der ich gesprochen habe, sondern dass wir uns gesellschaftlich immer weiter in diesem stetigen Abwärtsstrudel, der ja durchaus auch da ist, bei all dem, was man positiv vielleicht bewegen mag. Ja, der Kontrollwahn zum Beispiel. Genau, ausbürdende Technokratie und all das, was da dranhängt. Digitale Zentralbankwährung höre ich auch immer wieder. Genau, haben wir das ja auch. Die große Warnung, wobei auch da immer wieder die Gefahr ist, finde ich ja auf jeden Fall, also ist eine große Gefahr. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch in diesen vergangenen 3 Jahren gelernt, wenn ich vor allem anfange, Angst zu haben, was da kommt, was ich persönlich jetzt gerade erstmal nicht ändern kann, weil es nicht in meiner Macht steht, dass es mich halt nur in die Abwärtsspirale bringt. Und also das ist ja letztendlich vielleicht auch eine ganz gute Antwort auf diese Frage. Also ich glaube, ich kann, und auch da nochmal, man weiß ja nicht, was kommt. Ne? Auf diesem Weg gibt es ja viele Abgabelungen, hatten wir ja vorhin auch. Ich glaube, ich habe mich so weit aufgestellt, dass ich damit leben könnte, selbst wenn das alles den Bach runtergeht. Und da weiter drüber nachzudenken, hilft einem halt nicht, ne? Weil ich habe das nicht in der Hand. Ich beschäftige mich gern mit den Dingen, wo ich wirklich auch irgendwie einen Unterschied machen kann, wo ich selber Handhabe habe. Und insofern, ich glaube, das Schlimmste, was passieren könnte, wäre halt wirklich dieser Abschwung, den noch über sehr, sehr viele Jahre mit ansehen zu müssen, weil ich weiß nicht, ob ihr Atlas Shrugged gelesen habt. Mm-mm. Das, da beschreibt Ayn Rand so dieses immer mehr in Richtung Sozialismus abdriftende Amerika. Das kann schon eine gute Weile so gehen und nimmt auch immer komischere und strangere Züge an. Das wäre für mich etwas, das wäre schmerzlich mit anzusehen, weil, und auch diese Punkte hatten wir ja in diesem Gespräch heute schon, wenn du das einmal verstanden hast, was für ein Potenzial hinter dieser Idee liegt, für gesellschaftlich positive Effekte, für Umbruch und so, dann ist eigentlich jeder Tag, den du dir dieses Theater da draußen angucken musst, eine intellektuelle Beleidigung. Es tut immer mehr weh, zu sehen, wie immer mehr Leute von diesem Abwärtsstrudel erfasst werden und vielleicht nicht selber ins Doing kommen, weil sie in Abhängigkeit getrieben werden oder so. Und da glaube ich, wäre das so eine Dystopie, die ich hätte, da noch viele Jahre weiter zusehen zu müssen, wie das nicht vorangeht. Einfach, weil wir uns auch durchaus hier selber durch eine sehr moralisierte, ideologisierte Sicht auf viele Dinge, und das muss nicht nur Bitcoin sein, das kann auch insgesamt dieses Energiethema sein oder so, da stehen wir uns viel im Weg hier in Deutschland. Das Best-Case-Szenario oder eine große Überraschung für dich, wo du sagen würdest, wow, also Bitcoin plötzlich als... Es muss... Als was, Punkt, Punkt, Punkt. Auch das habe ich in der Auf-Augenhöhe-Sendung ja gesagt, es muss für mich noch nicht mal Bitcoin sein. Also ich glaube, dieses Thema Geld hat so ein enormes disruptives Potenzial für Gesellschaft, einfach weil da viel dran hängt. Geld ist quasi einer der Kommunikationsbasis-Layer einer Gesellschaft. Und von daher geht es da um,
um mannigfaltige Dinge, die davon betroffen sind. Daher würde ich mir wünschen, wir würden einfach diesen freien Markt für Geld sehen, so dass jeder sich aussuchen kann, ob er eben Faircoin, Dogecoin, Bitcoin, was auch immer oder auch den Euro nutzen möchte. Und wenn wir die Gelegenheit dafür bekommen, auf dieser Ebene wieder etwas mehr Freiheit zu haben, mehr experimentieren zu können und wieder mehr Mensch sein zu dürfen, frei von Zwängen und letztendlich auch Gewalt, die dahinter steht, wenn uns so etwas nicht gegeben wird, dann glaube ich, haben wir zumindest eine Möglichkeit, diese vielen Verästelungen, die es auf dem Weg gibt, uns die rauszusuchen, die produktiv sind, die uns nach vorne bringen und wo sich ein Großteil der Gesellschaft mitgenommen wird, unabhängig davon, ob es am Ende Bitcoin oder was anderes ist. Dennis, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich hatte mir vor dem Gespräch noch eine Frage aufgeschrieben, die stelle ich jetzt zwar noch, aber du musst sie nicht beantworten, weil du hast sie eigentlich schon beantwortet. Und zwar die Frage, was müsste passieren, damit du all deine Bitcoin in Ethereum tauscht? Aber ich habe verstanden, das wird nie passieren. Nee. Ich danke dir, ich danke Spock. Ja, toll. Gerne. Für den spannenden Abend. Ich danke euch fürs Zuschauen, für eure Unterstützung. Gerne in Bitcoin. Unser Produzent hat ein Bitcoin-Portfolio eingerichtet. Das heißt, auch das ist möglich, uns in Bitcoin zu unterstützen. Und wir werden sicherlich wieder voneinander hören, Dennis. In Kontakt bleiben und erstmal dir alles Gute. Danke für deine Offenheit. Wie gesagt, danke an Spock, danke an die Produktion und danke an euch. Bis ganz bald an dieser Stelle. Gute Nacht. Boom, boom, boom.